Einen wunderschönen guten Tag zu Palekne auf französischen Karte. Alle können Französisch, aber mit der Sprache hapert's. Anni, moin. Ich mache mal kurz Chatfenster auf und dann geht's los. Wir müssen dann nämlich flügen und diverse Sachen machen. Und ja, irgendwie fehlt hier die Hat gerade. Dankeschön. Firma dankt. Ja, die Traktoren haben sich, ich habe mal so ein bisschen eine Runde durchgetauscht. Und ja, ob ich damit zufrieden bin, das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, jetzt machen wir hier schon wieder mit Ernst und Hickmeck rum. So, ja, das restliche Feld hier zu Ende pflügen, das wird ja nicht so lange dauern. Wir sind ja mitten. Und dann können wir, wobei ich, ja, ich will ja hier Mais drauf haben, also da sollten wir mal Luki-Luki machen. Habe ich eigentlich den dynamischen Boden hier noch drin? Quält sich hier so. Ja, das ist jetzt der von Schnibbel. Und der von Schnibbel. Hoppala. Der von Schnibbel. Ich weiß nicht, ob der jetzt besser ist, schlechter, keine Ahnung. Habe ihn mal reingenommen. Er hat natürlich nicht diesen brachialen Sound. Aber. Er hat ein dynamisches Führerhaus und das fühle ich ein bisschen mehr. Und da er nicht so viel Leistung hat, quält er sich auf Böden mehr und das ist alles schon mal ganz Porno. Ja, ihr seht, ich bin echt schief hier in der Bahn, aber egal. Lieber quer als mehr. Kingdom, moin, moin, und Batzi, moin, Alexander, moin. Muss erstmal nach Hause. Ja, mach wie du denkst. Mach vorsichtig. Fahrrad war das, ne? Fahr mit dem Fahrrad vorsichtig. Wie zieht hier durch? Gut, dafür brauchen wir auf jeden Fall keine Hat. Markus Idrial, schöne Wünsche, einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Georg Müller, moin moin. Ja, ihr habt ja gesagt, Frankreich, bitte. Im Überfluss, habe ich gesagt, okay, dann machen wir da weiter. Ich schaue dann aber auch irgendwann noch mal später, dass wir das vielleicht das Wein und diesen jenes noch reinprügeln. Da hätte ich schon irgendwie Bock drauf, da hinten so zum Beispiel die Weide, die da Hintergrund zu sehen ist. Schön am Hang, so wie sich das gehört. Bisschen Wein, aber dafür muss ich das Feld bearbeiten, das mache ich dann irgendwann offline. Und dann machen wir uns da auch noch ran. Und dann muss ich mir irgendwann noch mal einen Pritschenhänger holen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen auf dem Hof habe. Ich möchte gerne von unseren Rätsel die Sachen überholen zum Hof. Irgendeiner schrieb irgendwas zum Ende des Streams mit einer Frage. Was war denn das nochmal? Kleinen Blick mal. Was funktioniert hier bei Ihnen nicht? Juhu, kriegen wir alle schon hin. Ich werde mal gucken, dass wir, ich mache mal Tempomat an, dass wir hier mal die Felder hier außen rum uns ein bisschen einwirtschaften. Hier sind auch noch ein paar andere Felder, hier zum Beispiel das hier. Dass wir hier vielleicht ein bisschen vielleicht auch Kartoffeln anbauen. Und halt Alternativfrüchte, die eigentlich keiner so macht. Ne? Also Kartoffeln ist sowieso unbeliebt. Pappeln, ne? All solche Sachen. Er quält sich aber gut, alter Schwede. Auf jeden Fall werden wir uns hier mal ein bisschen eindaddeln. Tun wir zwar schon ganze Zeit, aber ein bisschen intensiver. Hof umzubauen. Nee, wenn mache ich es ja nicht auf den Spielstand. Nee, nee, gestern war ja spät. Nach zwei Streams habe ich da echt keinen Bock mehr gehabt. Heute war ein bisschen später wegen Steuerberater und so weiter, aber gucken wir das morgen mal an.
Wäre aber ein separater neuer Spielstand, daher weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber das Thema Wein habe ich ja gerade gesagt, das können wir auch außerhalb machen. Muss nicht zwingend beim Hof sein. Mal schauen. Es ging um Texturmann, er konnte Unkraut nicht entfernen. Ah, ja. Ging um den Waldboden. Ja. Ja, aber da wir ja beim Waldboden Unkraut und alles entfernen konnten, habt ihr ja gesehen, wo ich da die Statue gesucht habe, hatte ich ja nicht das Problem. Aber wenn er jetzt unbedingt beim Waldboden etwas entfernen will, einfach ein Objekt aufstellen. Ein Haus, irgendwas. Und dann ohne Kollision. Muss er natürlich den Waldboden im Nachhinein wieder anpassen in der Höhe, aber dann ist es definitiv weg. Also sollte, wenn nicht, dann hat er irgendwelche Kackmops drin, die ihn dann Strich durch die Rechnung machen. Ja, das ist immer so eine Sache. Und wie ihr schon gesagt habt, er könnte ja Unkraut, also Gras mahlen, um das zu entfernen. Ja, das sollte eigentlich auch klappen. Ja. Enrico, grüß dich. Grüße dich. Hast du ein Video vom Aufbau? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So wie ein Ideenvideo, was? Vorstellung oder irgendwie so. Ja, mal gucken. Muss ich mal gucken. Ich habe mir da noch nicht so viel Gedanken, also die Gedanken schon gemacht, ne? Ich habe ja auch schon mal rumgetestet, was geht nicht, ne? Also es geht ziemlich viel. Und du änderst jetzt zum Beispiel, wenn du auf Konsole spielst, kannst du das gleiche machen, außer jetzt Bäume setzen. Und dadurch machst du natürlich Slots und Performance erheblich verbessern, weil dieses Gebäude beim Hof natürlich schon ganz schön Performance ballert. Aber ich habe da noch nicht. Also, wie gesagt, wenn ich da rumbastel, bastel ich rum. Wenn ich irgendwas Geiles mal rauskriege, könnte man da ein bisschen Video machen, falls der eine oder andere sagt, ja, über die Nacht bauen. Oder von mir ist auch ein Safe Game, aber ich muss ja erstmal anfangen, ne? Kann ich dir auch nicht so sagen. Alter, bin ich schief in der Bahn. Bin zum Glück gleich damit fertig. Adi, moin, grüß dich. Adi, ich wollte schon sagen 74. 47, moin, moin. Guten Abend, alle, guten Abend. Ruf wird nicht geändert, Punkt. Naja, hier auf dem Spielstand habt ihr ja gesagt, dass bitte so lassen. Wirtschaften, spielen, aber dann auch bitte richtig spielen und auch ein paar alternative Früchte oder so wie Pellets oder irgendwie so, ne, häckseln, bitte Mais-Silage häckseln, nicht krass. Was habt ihr noch gesagt? Bisschen die Produktionswege nachgehen und vielleicht Weinanbau in der hügeligen Landschaft, also so jetzt, wo wir jetzt gerade drauf zuschauen, da hinten der Hügel an den Bergen oder so. Ich habe da ja kein Problem mit, aber das müssen wir natürlich peu à peu machen. Ne? Da müssen wir mal gucken, wie das geht. Naja, wie sagt man so schön, wenn was gut ist, warum verändern, ne? Moin Moin Paddy und Jake, Klosswachter, moin moin, grüß dich. Also meiner Meinung nach. Aber ich hatte ja nur das mit dem Kleinhof gedacht und mit den Weinen und habe nicht gesehen, dass man sich einen idyllischen Wein und also sowieso wie ein Weingut, idyllisch, verranz und halt nur für kleine Maschinen, ne? Also gar nicht so für Mittel oder so, eher so die erste Klasse bis 200 PS, ne? Wobei so einer würde ich auch noch gehen. Ja, wie gesagt, auf dem Hof sind viele neue Maschinen. Kann ich eigentlich ein paar Helfer laufen lassen? Ja, also auf dem Hof, ihr seht schon, wir haben hier den 500er Fendt, Schnibbeli, mit Bayern Agrar Frontgezumpel hier. Steht auch noch ein 728er.
Dann haben wir hier den Mähdrescher, habe ich wieder rausgenommen. Also den Original, und das ist ja der Mod hier, den ich so feier. Und sonst ist, glaube ich, nur, warte, noch hier der von Cayman. Der 500er als Schafhofträger. Ich denke mal, das reicht völlig aus, ne? Haben wir hier. Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen. Hier müsste ja auch irgendwo ein Licht sein. Hier. Ah. Ah, mal schauen. Schau mal da. Lichtschalter gefunden. Ja, hier müssen wir. Ich weiß gar nicht. Müssen wir hier? Müssen wir? Müssen wir nicht? Nee, müssen wir nicht. Da muss hier Heu rein, ohne Ende, ne? Da müssen wir was einfallen lassen, dass wir eine Weide heute plätten. Geht auf jeden Fall voran heute. So, und da er wieder Scheiße baut. Mal kurz dazwischen feuchten. Hat der andere Verstöhe den Hof? Nein, lass ihn doch, wenn er Bock hat, den Hof ein bisschen umzubauen. So, Andi wieder heute wieder ein bisschen schnippi, ne? Das, was stört, ist schon weg. Das kleine Beinlager ist verkehrt rum. Und ihr Silo ist weg, der Silage nur Beinmangel. Ja, gut, die kannst du, glaube ich, aber auch so entfernen, ne? Ohne dass er was sich großartig entfernt. Ich weiß das gar nicht. Ist eigentlich im Baumenü die Gebäude drin? Ne, gar nichts hat er hier drin, ne? Das ist vom DLC. Aber Vorteil ist, ja gut, ob das vom DLC die Gebäude passen, hier Schweine, von der Optik. Wenn man das am Hof irgendwie ranknispert. Ich bin ja immer so mit so authentisch, ne? Ist ja ein bisschen schwer hier Französisch. Ich fahr mal so rum. Wenn ich immer ein bisschen tiefer da reinkriege. An der Nähe. Alles klar. 13 Grad Sonne scheint bei uns. Warm. Temperaturen steigen, aber vorhin war ein bisschen schlimmer. Das Wetter. Wo ist da? Moin. Nee, heute möchte ich mal ein bisschen was schaffen. Paddy, denk dran, auf dieser Karte ist Gras das effektive Futter für Schafe, nicht Heu. Ja, aber bei den Schafen haben wir ja Gras drin, weil ich auf euch da gehört habe. Also das ist ja gut. Und bei den Kühen? Heu oder auch Gras? Wenn man das jetzt erstmal für den Anfang macht. Ohne Kraftfutter, weißt du? Nee, ja, kann so bleiben. Ja gut, wenn wir Kraftfutter machen, ist sowieso egal. Muss mal kurz die Bahn hier nehmen. Dass auf dieser Karte Gras das effektive Futter. Ja, aber nur für Schafe oder generell? Moin Marc, Fan, moin moin. Ja gut, Kraftfutter ist ja trotzdem Heu und Produktion Kraftfutterherstellung. Heu alleine müsste natürlich auch gehen, ist vielleicht nicht die Erfüllung. Letzte Bahn für Marzipan. Hier hinten die Felder, sollen wir mal gucken. Ja, die sagen, man gibt es früher eine Missplatt auf der Karte, zock auf Blazy 5. Nö, eigentlich nicht. Außer du hast zu viele Mods drin oder Mods, die Fehler machen, dann funktioniert die Missplatte nicht.
Ne? Also wenn du viele Hälfte Mods hast, Party, ich schau mal nach, okay. Dann kann das passieren, dass die Mistplatte nicht funktioniert. Dann musst du deinen Mod suchen, der einen Fehler hat. Bei mir war das der Giants Tucano Mähdrescher. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber ich habe im zweiten Stream von der Karte hier eine Alternative gesagt, wie du in die Betonmauer eine neue Plane setzt, also eine neue Mistplane. Und wenn du das reinsetzt, ich habe das auch im Stream gezeigt, wie man sie reinsetzt, dann hast du keine Mistplattenprobleme mehr, falls du das hast, das Problem. Kannst du auch ersetzen an der PlayStation 5, habe ich extra gezeigt. Ich weiß nicht, Georg oder irgendeiner hat die, glaube ich, reingesetzt. Weil wenn du die reinsetzt, ist es scheißegal, was für ein Mod du drin hast, ob der fehlerhaft ist oder fehlerfrei oder was weiß ich, weißt du, wie ich meine? Weil dann funktioniert die Mistplatte auf jeden Fall. Großer, mach mal selbst Mist rein, danach müsste sie gehen, war's bei mir. Ja, anfüttern die Mistplatte, das geht auch. Ja, laut Aussage der Zuschauer hier ist die Mistplatte falsch rumgesetzt. Aber wie gesagt, du kannst entweder eine andere Mistplatte reinsetzen oder also in die Wand. Diese Platten-Mistplatten gibt es ja so ein Pack für, habe ich euch extra gezeigt. Oder du fütterst den Misthaufen an, das heißt, du setzt da einmal Mist rein, aber ob das immer funktioniert, weiß ich nicht, weil wenn du sie ja entleerst, ist ja das Mist wieder weg, musst du es ja wieder anfüttern, das wäre ein bisschen doof. Aber grundsätzlich kannst du eine Mistplatte in die Wand setzen, dann war es das, dann kannst du da machen, was du willst. Wird langsam dunkel hier auf der Karte, ne? Dunkel arbeiten wie auf Ehlerbach möchte ich natürlich nicht. Nicht zwingend. Kraftfutter 100% Heuluzerne. Ja, aber wenn ich erstmal noch gar nicht Kraftfutter habe, könnte ich ja eigentlich Stroh nehmen, das haben wir ja. Und Luzerne ist 100%. Boah, Alter, Digga. Ja, dann nehmen wir, müssen wir gleich mal gucken, ob wir einmal oben an der Ecke waren, Luzerne fällt, da jucken wir gleich mal hin. Ist, würde ich sagen. Oh Gott. Haben wir die Hecke angekackt. Haben wir hier noch Platz? Eher weniger. Stellen wir erstmal dann kaputt. Ist ja nicht so schlimm. Ganz kurz gucken. Ich hatte ja irgendwo hier ein Lutzefeld. Da oben. Ist natürlich sehr weit. Sind natürlich noch andere da drüber und wir haben auch eins direkt vor der Nase. Das will ich aber nicht. Vor der Nase kann ja jeder. Was kostet uns das denn? Hier ist ein Schnabber. Ist doch Luzerne, ne? Ja. Wir müssen ja noch probieren gleich kurz, ne? Ja, machen wir gleich. Scheiße, ich sehe schon gerade, ich habe den Reifen pro Mod drin. Ne? Nein, Luzerne Heu, nur Kraftfutter. Okay, Luzerne Heu. Ja, aber ich kann ja trotzdem die Luzerne schneiden, zerdern, schwattern, weil das ist ja so gesehen
ist doch keine Frucht gewesen, ne? Warte mal ganz kurz. Ja, ist gut hier, mein Diggerchen. Kurz hier hinhüpfen. Digi. Das war doch eine krass Fruchtkram da, ne? War das mit Miedrescher oder war Schnei mit Schneidewerk? Schneidewerk. Richtig? Das wird mit Schneidewerk geschnibbelt, ne? Oder? Oder auch nicht. Ist das mit Miedrescher oder ist das mit Schneidewerk? Haben wir hier noch eine Grasweide? Wir hatten noch irgendwo die Lütte. Aber die ist ja für Gras hier, die Lütte. Die hier vorne, die ist ja für die Schafe hier. Die Lütte. Ja, wir machen erstmal trotzdem mal Heukram. Mähwerk. Mit Mähdrescher, okay. Danke, Danny. Das ist ja auch, das ist auch Lutze, ne? Aber wir haben keinen Lutze, was fertig ist, oder? Ist so einiges nicht fertig. Ja, wir haben natürlich abgeerntet hier und alles, ne? Was ist denn hier drauf? Das war Weizen, ne? Das dauert oben noch. Gut. Mähwerk, Mähwerk, Mähwerk. Ja, alles gut. Ja, ich würde erstmal sagen, dass wir den Grundschnitt machen für normales Heu. Ups, Falschmeldung. Zeile verrutscht. Luzerner Heu geht auch mit den Grasschneider. Wie jetzt? Naja, Danny schreibt ja gerade Mähwerk. Das heißt, du kannst es mit einem Mähdrescher abschneiden, richtig? Oder kannst du da auch mit einem Mähwerk rüberballern? Das hier ist besser fertig, glaube ich, wie das andere, ne? Ich weiß das nicht. Was kostet das hier eigentlich? Ja, das ist aber fast fertig. Dann nehmen wir das weg. Kaufen uns das hier. Ja, ist ja egal, welches Ding da, ne? Ja, nicht Drescher. Also Mähwerk, krass, okay. Mähwerk zum Grasmähen, okay. Ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, dann machen wir erstmal kurz Gruppe an und dann müssen wir gucken, ob wir einen Monat rüber hüpfen. Dann ist das eine schon fertig. Und dann brettern wir da mit den Mähwerk rein. Mit Schwattverteilung. Und machen das dann. Würde ich jetzt mal so sagen. Geht ja nicht anders. Okay, weiß ich Bescheid. Georg, dankeschön. Georg und Danny. Der hart Gas durchs Dorf hier, aber immer noch 50, hört sich nur wild an. Das war ja das Bild einer Mini gewonnen, das Ackergras spuckte Heu und Samen auf die Löcher. Ja, ursprünglich, immer noch. Ja, also wie gesagt, Ackergras oder Vermehrungsgras auf der 3 Sterne in LS19. Da
Kommt mit dem Mähdrescher rüber, das ist schön die Samen vom Grasschnitt, ja, so wie es in echt ist, womit du dein Hausrasen machst und dann noch schön Schwatte. Das hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Und hatte noch einen richtig geilen Verkaufspreis gehabt. Ist aber auch idyllisch geil, wenn du hier rüber guckst durch die Duschefenster, ne? Ach Gott, du kannst dich nicht satt sehen bei der Karte, ist das einfach ein Genuss. Ist das hier eigentlich Karotten oder was haben wir hier? Was möchte er mir damit sagen? Rote Beete. Ach, würde auch gehen, rote Beete. Die würde ich aber gerne einlagern, dann da haben wir das Problem auf der Karte. Ich bin auch immer noch am überlegen, ob ich trotzdem, wo der Kalkstreuer steht, ob wir da eine Multiplatte unterschieben. Ja, um halt Kartoffeln, rote Beete und so für andere Tiere einzulagern, weil ich habe ja gesagt, ich würde hier ganz gerne auch noch andere Tiere reinnehmen. Wäre auf jeden Fall eine Option. So, wir haben hier eine Scheimegge, besseres Bild. Hintergrundbild, wie ihr seht. Hart geil. Oh Gott, ich falle gleich aus dem Träger raus hier. Erie. Wo kommst du eigentlich her? Aus Norddeutschland. Also aus Schleswig-Holstein. Bundesland jetzt. Ei, das hat der andere aber nicht gehabt, alter Schäde. Das zum Thema dynamischen Führer aus. Was willst du, moin? Guten Abend, guten Abend. Aber ich sage, das Feldbild mit der Scheimecke nach den Flügen ist so hart sexuell. Kommst du mit dem Grubber nicht gar nicht. Ich mag das total gerne. Und wenn du mit Pression, ne, dann ist das nochmal ein Ticken. Ja, man sieht, ich habe den scheiß dynamischen Scheiß noch drin, ne? Wie ungeil. Muss ich aufpassen, wenn wir flügen, wenn es leicht anfängt zu regnen. Sind der Nachbar, komm aus Cuxhaven. Ja, wir haben hier noch jemanden, der aus Cuxhaven kommt. Der Lexi-Hexi. Also direkt aus Cuxhaven. Wenn nicht, war doch so, ne? Cuxhaven? Alexander? Ja. Hexi, ja. Gleich wird mir übel. Ey, kann ich nichts hier. Kann man mal richtigen Schlepper fahren? Ja, hab ich schon. Hab's in der Jugend selber Schlepper gefahren, beim Bauern gearbeitet. War aber Deutsch 681 und international 1455 XL. Aber lange, lange her. Ganz lange. Gleich falle ich aus dem Sitz, ja. Ich hab vergessen, den Skript rauszunehmen für dynamischen Boden. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, weil ich den Zusatzmod nicht drin habe. Das heißt, wir sinken nur leicht ein. Mag dein Wetter ist durchgeschüttelt. Schüttel dein Haar für mich. Das hatten wir ja schon. Bei Pulum Pulum Oblum. Dein Haupthaar für mich. Wir haben nur Fendt. Ja gut, das kenne ich auch, Fendt, ne? Also 700er Fendt, die alten, die Froschaugen, ne, wie hießen die nochmal, Eieraugen? Ach, keine Ahnung. Aber da war ich nicht so oft drauf, auf dem Deutz war ich oft drauf. Aber wie gesagt, das ist 20 Jahre her oder noch mehr. Warte mal, Manina, 20, keine Ahnung, geht auf 30 Jahre, fast 30 Jahre her. Das war noch meine wilde Zeit. Mit Bauerndiskotheken und Bauernfeste, Weibwein und Gesang, so nach Motto. Lang, lang ist her. Er ist immer hart gesoffen, dann gab es die Knutscherei und da später gab es noch die Fresse. Für ein paar Leute, ja, so war die Zeit. Aber es war eine schöne Zeit, muss man sagen. Also nicht aufgrund der Fresse hauen, sondern Bauerndissen und Bauernfeste sind, muss man einfach sagen, einfach geiler als jegliche Art von Stadtfesten. Also, ne? Also da wir ja nahe Hamburg wohnen, muss man einfach sagen, kenne ich ja beide Seiten und ich nehme lieber jedes Dorffest als in so eine Türkendisco oder so. Da fühle ich nicht so mit. Nicht wie in den Türken, aber das Klingentee ist nicht so mein. Naja.
Roadrunner TV. Guten Tag zusammen, guten Tag. /28/7/24 Ron, 22/8/20 und 7/12. Da sei der ja stark fendbelastet. War Roadrunner nicht der mit dem Unkraut gestern? Oder komme ich durcheinander? Hast du das nicht gestern, Roadrunner, oder? Oder versiebt gerade mein Gedächtnis von gestern im Stream? Er hat noch später reingeschrieben. Moin, Chris. Moment. Sag ich doch, es ist gleich 18 Uhr im Spiel, nicht im Wheel. Ich dachte schon, warum geht hier die Sonne so unter? Und ab geht's wieder in die Wackeldackelpartei. Bisschen zu schnell sind wir, ne? Aber egal. Das schafft er. Ja gut, Schleswig-Holstein. Ist ja generell Deutsch-Fan, JCW. Und international belastet. Das ändert sich zwar gerade ein bisschen, aber die meisten haben diese Traktoren. Mecklenburg-Vorpommern ist der Klaas und New Holland und JD. Aber es ändert sich ja gerade alles cool-mull, ne? Weil es einfach nach dem Service oder wenn die Fahrzeuge geleased sind, nach den Service-Intervallen wird das ja gerichtet und dementsprechend Preis-Leistung, ne? Aber wie gesagt, der Luna, der hier von mir Kollege ist, der hat 1050, 900 Fernzeuge. Dann hat er 8R, 7R, ne, alles was groß und ballert. Aber der fährt viel Mais hier in der Umgebung, aber er verdient sich damit dumm und dusselig. Weil wir haben hier in der direkten Umgebung nicht viele Luna. Die kommen dann von außerhalb, ne? Also hier in der direkten Umgebung und er hat sich einfach neu stationiert und dementsprechend verdient er sich da einfach. Es ist heftig, was der also jedes Jahr neue Träger, neue Arbeit hat. Also hat er gut gemacht, hat er auch auf jeden Fall gut gemacht. Audi Hero, moin moin, grüß dich. Ja, das war ich. Also wenn du die Grastextur nicht mit Gegentextur wegkriegst und du willst unbedingt eine kleine Fläche irgendwie Gras weg haben oder eine größere, dann musst du mal ausprobieren, ob du ein Gebäude setzen kannst. Ne? Gebäude, Kollision muss an sein. Oder aus. Ja, probier erst mit aus und dann mit an. Kann sein, dass du natürlich das Land anpassen musst im Nachhinein, weil das ja dann hochhebt. Das wäre das kleine Problem, aber es müsste weg sein. Wenn das aber knöderig ist, ne? Falls du weißt, wie knöderig aussieht. Wenn das knöderig ist und kein Unkraut, knöderig kriegst du grundsätzlich nicht weg, nur wenn du mit Gras malst auf den Flächen, wo knöderig ist. Aber so Unkrautgras, so kleines, kriegst du eigentlich weg mit einem ganz normalen Baumenü. Wenn du das aber nicht hinkriegst, versuch mal ein Deko-Gebäude hinzustellen. Du musst ja nicht gleich ein Riesengebäude nehmen, sondern hier diese Holzhütte. So, und dann machst du Kollision aus, dass er 500 zeigt. Und dann kannst du es auch, wie du siehst, du kannst das hier überall hinsetzen. Und dann geht es eigentlich weg. Das ist krass. Das Bodentextur weiterhin, leider. Ich bekomme Waldboden nicht weg. Welcher Waldboden? Hier hinten oder scheiß drauf? Das ist ja hier Wald, ne? Kann man den kaufen? Könnte man, aber ist ja egal. Wir gehen da mal so hin. Du kriegst den Waldboden nicht weg. Ich geh mal kurz gucken, ob das bei mir genauso ist. Das hier Wald. Ja. Machen wir mal Lichtseite hier. Also das da ist knöderig. Das sollte... geht weg. Das geht weg. So. Aber wenn es jetzt mal nicht weggeht, dann nimmst du Dekoration, sonstiges Gebäude... setzt das hin, wie du siehst, und reißt es ab. Jupp, machen wir. Und dann hast du da diese Grünfläche. Das ausprobieren. Wenn das immer noch nicht geht, weil bei mir geht's ja, wie du siehst, dann hast du eher einen Mod, der dagegen steuert schon wieder. Wie so oft auf dieser Karte und auf anderen Karten auch.
zu Takte, zu viel. Hallöchen an alle, ihr Spätziens. Das mit den, dem Gebäude habe ich schon versucht. Das geht durch den Boden vom Gebäude durch. Das ist Fichtelhof. Sie habe ich das auf der Fichtal, Hof 7, habe ich das da umgebaut. Ja, aber Gebäude, Kollision anlassen. Du musst natürlich nachher die Höhe anpassen. Die Kollision zersetzt den Unkraut. Vielleicht machst du aus Routine immer die Kollision aus, was man ja auch macht. Ich mache das ja auch. Aber ich habe hier keine Bodentexturenprobleme, deswegen... Ich weiß nicht, ob du irgendwas anhast, was vielleicht dagegen steuert, weißt du? Sonst wüsste ich nicht. Also ich habe die Probleme nicht, deswegen kann ich dir jetzt gerade nicht helfen. Also den Leuten mit der Mistplatte oder diverse Mods-Probleme, das konnte ich schon helfen. Aber das mit dem Baumenü irgendwas ist, habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel. Algera, moin moin. Das habe ich jetzt, ne? Habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel. Ja, da kann ich dir jetzt gerade nicht helfen. Ich weiß nicht, ob jemand von den von der Family hier weiß, woran es liegen könnte. Oder ob Georg gerade mal Zeit hat, bei sich zu schauen, weil er testet ja mal ein bisschen anders. Leberwurst, Suppe, Mahlzeit. Das Flügen geht doch, aber was war da? Ja, Flügen geht, ja. Um den Hof herum zuhören. Oder oft hier sein, das macht zwei Vorteile. Das Flügen beinhaltet nicht für die ganze Karte. Das habe ich schon mindestens 10-mal gesagt. Also, wenn du Flügen, also, wir gehen mal ganz kurz auf das alle Probleme und Techniken ein, die hier gefragt worden sind. So, 35, 32, 33, 34, so. Hier ist, ich sag mal, wie so eine Zunge. Da kannst du nicht flügen. Du kannst am Anfang flügen und du kannst vielleicht hinten flügen, aber auf diesem Zungenstück, was hier einen Fehler verursacht, kannst du nicht flügen. Hier unten kannst du flügen, da haben wir auch schon geflügt. Hier die ganze rechte Seite kannst du flügen, aber es gibt vereinzelt Felder hier oben, wo du nicht flügen kannst. Aber, nee, bei mir geht das überall. Ja, ausreden das bitte. Wenn du das Flügenproblem hast, was ich jetzt nicht habe, aber dieses... Also auf dieser Karten, auf diesem Spielstand habe ich das nicht. Wenn du aber zu viele Mods hast oder Pression Farming zum Beispiel drin hast, dann geht's nicht. Dann verursacht die Karte nach längerer Zeit, Paddy, worum geht's? Der Roadrunner. Ich habe bei mir versucht und kann Grastexturen malen im Wald. Und er kann es nicht. Ich habe gesagt, er könnte Deko-Gebäude hinstellen oder Gras auf Gras malen, ne? Weil Knöderich und Unkraut kriegt er nicht weg. Ich habe es gerade versucht, bei mir geht's. Ich wollte nur mal jemand anderen wissen, der gerade auf der Karte ist, ob er im Wald Grastexturen zeichnen kann oder nicht, weil der Roadrunner TV hat das Problem, dass er einfach den Unkraut nicht wegbekommt. Auch nicht mit Grün setzen. So, wie gesagt, und für die Leute, die Flugprobleme haben, weil sie gefühlt 30 Millionen Mods drin haben und irgendein Mod macht einen Fehler, ihr könnt das mit Tiefenlockerer machen, dann nimmt er es wieder an. Ich für meinen Teil habe momentan keine Probleme mit Flügen und selbst wenn es so wäre, nehme ich den Tiefenlockerer. Ja, das mal so nebenbei. Wenn bei mir das Malen nicht geht mit der Textur, dann probiere ich erstmal einen anderen, mit anderem übermalen. Ja, das oder so, ja, ja. 30 Mods nur. Ich habe auch nicht viele. Ich habe Zusatzmods, Skripte und habe nicht gesehen, dynamischer Boden und so ein Scheiß. Das ist aber im System drin. Das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Ich habe aber Traktoren, nicht 5 oder 6 und Mähdrescher habe ich und alles andere ist original. Also ich kann, ja, test mal. Ja, nee, alles gut, Georg, alles gut. Falls er noch da ist, Roadrunner TV, oder hast du mal den Mod für Felder erstellen drin? Wenn ja, musst du die löschen, nicht nur die Häkchen rausnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob Roadrunner Konsole war oder PC. Das kann ich jetzt leider nicht. Bist du noch da, Roadrunner TV? Ich spiele auch gerade, aber andere Map. Warte, ich spiele. Achso, Allegra. Ja, das machen viele hier. Der Tiefenlocker kriegt das bei mir auch nicht hin. Nee? Also wie gesagt, wie man ja hier unschwer erkennen kann, ich habe das mit Flügen. Wenn einer Flugprobleme hat, dann hier unten. Dann sollte er hier unten rumtigern. Also ich bin bei fast 200 Mods und alles läuft ohne Probleme. Noch. Diese Probleme tauchen nicht am Anfang auf.
Achso, ja, dann hatten ja, wir waren ja noch gar nicht fertig. Einige hatten ja gesagt, und Betonung für alle, die jetzt immer reinkommen und sagen, ja, bei mir ist nicht das Problem, interessiert mich ein Scheißdreck gerade. Sorry, wenn ich das so sage. Aber andere Leute haben Probleme. Und wir gehen jetzt auf die Allgemeinheit. Bin geflogen, sorry. Wieso geflogen? Ja, nicht bei mir aus dem Chat. Gegangen bist du vielleicht woanders hin. Der Georg Müller schaut jetzt, ob er Grastextur oder eine Alternative für dich findet, Roadrunner. So, jetzt nochmal für die Allgemeinheit, wenn mal jemand Probleme hat, wenn nicht, dass ich habe oder ihr es habt, aber es kommen oft hier welche rein. Du Paddy, der Schlaftrigger funktioniert nicht. Die Grastexturen funktioniert nicht, ich kann nicht flügen, ich habe keinen Steifen mehr oder meine Mistplatte funktioniert nicht. Und bei der Mistplatte ist das so, das verursachen Mods, dass die hin und wieder, Betonung, hin und wieder nicht funktioniert. Mal ja, mal einen anderen Tag nein. Wenn ihr da keinen Bock habt auf diesen ganzen Fickfilm, es gibt ein Modpack für Siloplatten, nicht vom Blacksheet oder den ganzen Scheiß, sondern da, die so aussehen wie französische Mauern, so alte Klinkersteine, so wie, na, so wie das hier, ne? So ähnlich, so ganz verranzt. Habe ich im zweiten Stream von dieser Karte gezeigt. Das ist einfach nur eine lange Platte, die Mist produziert. Die könnt ihr hier in die Mauer mit kollisionsfrei reinschieben, dann ist sie da drinne. Und dann habt ihr immer Mist. Egal was passiert. Und jetzt ganz wichtig, dann könnt ihr die Mods reinknallen, was ihr wollt. Es gibt diesen Fehler nicht mehr. Hier ist das so, dass die Mistplatte nicht nach da ausgelegt ist, die ist nach hier ausgelegt. Und deswegen verursacht dieser Fehler. Das ist einfach ein Kartenproblem. Gut, dann haben wir das ja wieder geklärt. Paddy, ich feiere dich, so dass du machst dir keine Platte, Beispiel. Die Hoffnung, viele sagen, die ist top, du bist da knallhart. Nee, ich bin nicht knallhart, aber es ist ja offensichtlich, dass da dieses Menü bzw. der Shop absolut nicht für große Maschinen ist. Und da er ja die Karte anpreist in der Beschreibung für mittel bis große Maschinen. Naja, ich würde eher sagen für klein und das war's dann schon wieder. Und dieses Offloom-Problem ist nicht die Karte. Und das habe ich ja auch schon tausendmal gesagt. Die Karte vom Grundoptik ist schon sehr hübsch. Ist mein Stil, ich mag das, ne? Nicht zwingend mein Stil, könnte ein bisschen hügeliger sein, so wie Ostsee, aber mein Stil. Aber ich sehe es nicht da ein, dass der kleine Timmy sagt mit seinen kleinen 9 Jahren: Papa hat gesagt, ich darf mir eine Karte runterladen, die will ich jetzt spielen. Oh, das ist so schön. Papa, wieso sind da keine Gebäude? Ja, da musst du, hat doch der Modder geschrieben, du musst da noch extra was kaufen für 17 Euro. Wieso? Ja, können wir dir von deinem Taschengeld wegnehmen oder Mama muss den Putzjob nochmal dreimal im Monat machen, damit wir dir das kaufen können. Wir haben nicht so viel Geld. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich denke an die Allgemeinheit. Ne, allgemein. Nicht jeder Mensch in Deutschland hat Kohle zum Wegfressen. Es gibt auch Familien, die sagen, ich kann das nicht mir gönnen. Und der kleine Timmy ist dann ganz traurig, nehmen wir es jetzt mal gespitzt gesehen, ist ganz traurig, dass er diese Karte nicht spielen kann. Auch wenn er nicht vom Shop runterkommt oder was weiß ich, nicht rumbauen kann, aber er hätte sie gerne gespielt, kann aber nicht, weil der Vater es nicht einsieht, dafür 17 Mocken zu bezahlen für ein Gülle-System, was wieso kein Schwein benutzt. So, und ich weiß, dass der Modder ein Update macht. Ja, klar, weil er muss natürlich diesen Shitstorm jetzt auserbrechen. Aber es ist ja kein Shitstorm. Es ist abartig, wenn man für irgendwas Geld verlangt. Wenn man eine ganze Karte baut und da echt High-Finish-Design oder irgend so eine Pisse reinmacht. So, und will dafür Kohle haben und von vornherein, nicht im Mod-Tab, sondern von vornherein auf irgendeiner Seite sagt, ihr könnt diese Karte haben, so wie bei Hofbergmann. Man muss nicht zahlen Geld, dann musst du halt 30 Jahre mit dem Download rumpopeln. Oder du kaufst die gegen kleinen Bonschi, ne? Ja, ist doch völlig in Ordnung, wenn man von vornherein weiß, ist ja in Ordnung. Aber im Mod-Tab, hier so mit Giants hier, ich lutsch euer Schwanz hier, gib her, ich mach hier für euch. Also nee, nee, gibt es bei mir nicht. Nein, gibt es nicht. Es ist ja nicht das Problem, dass alle Menschen das oder fast alle nicht haben. Also die LS-Suchtis haben es ja, aber der kleine Timmy hat es halt nicht. Und Papa möchte halt, ne, ist einfach so. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. So, man muss einfach mal das Ganze sehen. Und das ist ja auch das, was die Modder nicht verstehen und Giants nicht versteht und grundsätzlich die halbe Welt nicht versteht.
Es gibt Familien in Deutschland, man glaubt es kaum, die leben ja schon an der Armutsgrenze. Ne? Man sollte man seine Äuglein nicht zumachen. Und dann bin ich einfach so ein Mensch, der sagt, du kannst doch dafür nicht Millionen nehmen, gefühlt, ne, was es ja ist für eine Familie, die nicht so Kohle hat. Weil der Papa, der möchte natürlich noch sein Sixer Bier haben, sein Hansapilz. Die Mutti, die braucht natürlich noch die OBs. Und so ein Mann spielt ja sonst Fortnite, was ja für ein Schnapper ist, also für lau. Und der wollte jetzt schön Trecker fahren auf der Offlom, da einfach mal rumtigern auf dem Beet. Aber nein, geht nicht, muss ich ja so ein Güllegezoppel kaufen. Und das fühle ich einfach nicht. Nein, unterschreibe ich so nicht. Nur zur Info, für mich netterweise, schaut, ich bin auf der Playsee damit unterwegs. Ja, das ist egal, worauf du unterwegs bist. Roadrunner TV, willkommen im Chatclub, dankeschön für die Mitgliedschaft. Sehr, sehr lieb von dir. Die Stadt war heute leer, bin gut durchgekommen mit meinem Fahrrad. alles gut, verstehe ich. Willkommen bei uns, Roadrunner. Ich wies wieder, warum ich dich abonniert habe. Ich liebe deine direkte Mühe. Ja, das lieben aber nicht alle. Ganz besonders Modder mögen es nicht und Giants auch nicht. Ich bin zwar Giants-Partner, aber ich bin der bekannteste, schlechteste Giants-Partner, weil ich nicht den Werbeaffen mache. Viele sagen auch mal so, ja, wieso hast du deine Affiliates nicht unter dem Video, wo man Prozente spart? Ja, was für Prozente denn? Wenn ich jetzt mit Giants sage, du hör mal zu, ich packe meine Affiliates unter, können wir einmal im Jahr, kurz vor Release jedes LS, eine Prozentzahl rauskitzeln, 50%. Dann würden die Leute sagen, oh geil, Paddy, aber diese billigen Scheiß 3-4%, das ist doch nix. Was ist denn das? Bei 17 Euro oder so für irgendeinen Scheiß, da nee, sehe ich nicht ein. Dann kann auch Giants mir gestohlen bleiben. Aber das Ding ist ja wieso schon durch mit Giants, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Verein. Ich liebe das Spiel, ich liebe die Grafikdesigner und alles, was bei Giants drumherum ist. Aber der Community-Support und dieses Gierige, was ja immer schlimmer geworden ist, gab es ja im 19er bei Focus Entertainment und im 17er auch nicht. Seitdem sie ja diese Masche alleine schieben, fühle ich das nicht mehr so ganz. Ist einfach so. Ist einfach. Eddie ist Lucifer von Giants, so ist es. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich kann euch mal so eine kleine Romanze erzählen. Wie hieß der nochmal? Osterpopper? Keine Ahnung, YouTuber, LS, keine Ahnung, Partner, unwichtig. So, dann kamen die Giants-Sachen raus, wir waren ja schon im 17er Partner, aber im 19er haben wir das ja ein bisschen mehr zelebriert und im 22er haben wir es komplett aufgegeben, weil ich das ja jetzt schon gar nicht mehr fühle, so, aber ist auch egal. Und ich glaube, Osterpopper oder irgendwie so, ist ja auch scheiß drauf, kack drauf, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und er hatte sich negativ geäußert zu einem DSC von Giants. Und da hat Giants ihn angeschrieben und meinte, ja, das kannst du so nicht sagen. Sag uns das doch per E-Mail oder dies und das, aber doch nicht öffentlich. Das ist doch verkaufsschädigend. Und dann kommt der Paddy um die Ecke. Gleiches Modpack, könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war dieses Wickelsystem mit den Silageverschlauchungen. Könnt ihr euch sicherlich daran erinnern, wo ich einen innerlichen Parteitag bekommen habe. Warum? Weil das auf der Konsole nicht funktioniert hat. Die beiden sind durch die Gegend Alter, war da was los. Da habe ich so geflucht. Und da wollte Giants mir wohl eine E-Mail schreiben. Oder beziehungsweise ich habe auch eine E-Mail bekommen. Habe ich gelöscht. Kleinen Spam-Ordner weg. Brauche ich nicht. Ja, was soll das? Wenn das Pisse ist, ist es Pisse. Ist einfach so. Und dann sage ich das auch. Mögen nicht viele. Ist nicht mein Problem. Und gestern haben auch viele gefragt, welche DSCs. Oder nicht gefragt, sondern wir hatten das Thema. Was hättest du dir gekauft? Nicht als YouTuber, nicht Influencer oder Giants-Partner. Was hättest du dir gekauft? Das sind 5 oder 6 Stück. Und der Pass ist ja jetzt eigentlich überflüssig gewesen, weil jetzt alle DSCs und Sachen, die kommen, verlangt Giants Geld. Und 7,99 für eine Produktionserweiterung für Sachen, die es als Mod von Fertix Design jetzt schon gibt und von Five Farmer Tom und so weiter. Das ist schon ein bisschen fragwürdig, ne? Aber ich denke mal, die Fanboy-Gemeinschaft bei anderen YouTubern sagen, oh, das ist so geil, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet. Dafür habe ich mein Leben lang Taschengeld gespart. Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber ich frage mich, ob da irgendeiner mal dann auch die Wahrheit und sagt, und ja gut, aber gibt's ja alles schon als Mod. Das ist ja nachgeäfft. Das ist ja wie mit der Horschmet. Die war ja ursprünglich von Fertix Design. Hat Giants sich erstmal abgegriffen. Ja, ist alles fragwürdig, aber gut. Ich denke eigentlich nur in die Allgemeinheit, aber so ist es halt. Die Mod-Felder erstellen habe ich nicht. Nee, auf Konsole gibt's das nicht. Darf ich dir mal. Paddy, darf ich dich nochmal nerven? Ja, nerven tust du nicht. Es gibt nur nervige Fragen, aber Fragen kannst du alles.
Was mich nervt bei den Leuten, die ausspielen, die sind aufregend, meistens vierfach Maps alleine. Was? Bei meinen Leuten. Ja, ich spiele aber auch Vierfachkarten im Münzeland V2. Nicht die, die bei ModHub drin ist, die heißt ja anders, aber es ist die gleiche Karte. Sondern ich spiele auch große Karten. Du musst halt anders spielen oder du brauchst halt länger dafür. Zum Beispiel auf der Ostsee liebe ich es zu spielen. Da sagen die Leute immer, es ist zu groß. Warum? Es gibt doch kleine Felder, nimmst du halt kleinere Felder, ist doch kein Problem. Ja, musst du halt länger arbeiten, so ist das halt. Würde ich jetzt sagen. Paddy, auch wenn ich die meiste Zeit nur Bahnhof verstehe, was du sagst. Was ich sage, naja, die Leute picken sich immer nur das raus, was sie hören oder so, weiß ich mein. Aber die, die lange hier sind und mich verfolgen, die wissen ganz genau, was ich meine. Aber ist auch egal, kein Problem, Roadrunner TV. Moin Moin zusammen, Lars, Moin Moin, grüß dich, mein Schatz. Ne, alles steif. Ich weiß zu 100%, warum ich hier bin. Unverblüht. Unverblüht, dankeschön. Unverblüht. Ja, und. So, wir machen mal hier Tempomat an. Der fährt mir einfach hier zu schnell. Ja, ist ja abartig. Ich hänge irgendwie nordfriesische Marsch-Map fest. Nicht los. Ja, spielen viele sind Fanboy-Karten. Für mich ist die nicht so interessant. Also, wenn jetzt einer zu mir sagt, warum ist die nicht so interessant für dich? Ja, es ist natürlich angehauchte nordische Karte, aber eher in meinen Augen eine niederländische Karte, plattes Land. Und so ist es nicht in Schleswig-Holstein und so ist es auch nicht in Ostholstein oder in, sonst wo. Da würde ich schon eher sagen Ostsee. Und wenn ich eine nordische Karte, dann warte ich, ne, um Schleswig-Holstein-Karte, dann warte ich, bis Fairtex mit Hof Wiesengrund fertig ist, weil das ist Baba, das ist richtig Porno. Aber immer dieses Platte und dann von YouTubern gepusht und jeder muss das spielen und es ist nicht mein Ding. Jeder so wie er möchte. Gut, war nach schneller zu hören. Ja, kann man das irgendwie im Menü sehen, wie viele Mods ich insgesamt am Laufen habe? Das siehst du doch im Vormenü. Ob Häkchen. Ich habe mal durchprobiert. Auf PC im Wald malen, übermalen, Buntextgras geht, bauen, somit Untergrund ändern geht. Ich kann bei ca. 35 Mods drin alles wie gewohnt machen. Ja, ich habe das auch. Ich weiß nicht, ob Roadrunner warst du Konsolenspieler, ne? Aber ja, kann natürlich auch sein, dass das ein Wald. Ja, haha, Roadrunner. Welchen Wald hast du denn? Mir fällt nämlich gerade ein, es gibt ja auch Wälder. Also du siehst ja, da musst du das halbe Land erstmal kaufen für 3 Millionen, um da überhaupt bauen oder umbauen zu können. Und wenn du da was raufbaust oder entfernst, hast du natürlich das Problem, wenn du es raufbaust, du kannst dieses Land nie wieder verkaufen. Also 3 Millionen sind futsch. Wenn du sagst, nee, das sind hier die normalen Ländlichkeiten, da müsste es eigentlich gehen. Aber es kann immer sein, das ist auch ganz wichtig, wenn du zu nah am Rand vom Wald kommst. PC ist das natürlich nicht so, weil du hast ja diverse Mods zum Gegenansteuern. Aber auf Konsole ist das so, dass du am Rand eine Kollision hast aufgrund der Straße. Und diese Kollision und die Umrandungsfläche, ne, die du natürlich hier mit den Kaufen korrigieren kannst. Das heißt, du müsstest dir einmal 3 Millionen oder 4... Geh in Multiplayer, erstell 3 Höfe, dann hast du halt 4,5 Millionen. Dann kaufst du dieses mittlere hier. Ne? Wenn du sagst, aber ich will nicht zuhören. Dann hast du deine 400 Millionen, hast diese Außenstraße und kaufst den Wald noch dazu. Das heißt, du hast definitiv deine 4,5 bis 5 Millionen musst du haben. Dann kannst du das Gras entfernen. Es kann sein, dass das Gras am Rand ist von diesem ganzen Scheiß. Der Viperhof 7 oben direkt angekreuzt. Hof 7? Bei Hof 7. Was ist denn Hof 7? Es gibt ja nur zwei so gesehen. Oder Feld 7 meint er vielleicht. Keine Ahnung. Oben direkt angekreuzt. Fichtal. Nee, da ist keine Straße. Ach, Fichtal Map. Fichtal Map. Ach, jetzt bin ich ja ganz durcheinander.
Fichtal. Ja, aber bei Fichtal ging das auch, dass du mit Grastexturen Unkraut wegkriegst. Außer da ist Emmas grenzt halt was dran, ne? Fahr ich jetzt echt durch ein Dorf hier? Ja, aber bei Fichtheil bin ich ja gerade nicht so drauf, ne? Da waren wir einmal drauf zum Bauen, da gab es Fehler mit den Bäumen, das hat er ja behoben, das mit den Bäumen. Und der Modder, der ist hier gesperrt, weil er so unglaublich höflich war zu der Community und mir, und haben gesagt, so eine Flachzange brauchen wir nicht. So wie viele Modder hier gesperrt sind, weil sie in der Fantasiewelt leben, aber gibt's auch welche, die sind nicht gesperrt. Ja, die professionell sind, die sind nicht gesperrt. Professionell in der Aussage, altersgerecht, ne? Die in einer eigenen Welt leben oder denken, sie sind die geilsten, nur weil die Downloadzahlen steigen, weil nichts anderes zu dem Zeitpunkt gab's, das ist, ja. Aber das ist auch egal. Ich suche noch eine Map, die groß ist, aber mehr auf Tiere geht. Etwas mehr Anspruch wäre cool, aber man muss immer entscheiden. Ja, ich sage ja, Ostsee ist eigentlich die Karte. Das liegt aber damit zusammen, oder die Voraussetzung liegt es frei, dass du natürlich ein bisschen bauen kannst, weil, also vorausgesetzt, dir gefallen die Höfe nicht, ne? Also ich bin ja nicht so ein Hoffan. Aber bei der Ostsee wird es von mir, dauert auch noch ein bisschen, ein etwas längeres Projekt geben. Ich habe mit einem Modder gesprochen, ob er mir ganz bestimmte Gebäude bauen könnte. Er hat gesagt, ja. Dauert noch ein bisschen. Ich möchte mir da was selber hoftechnisch bauen. Vielleicht mache ich da auch ein Safe Game von, vorausgesetzt, wir haben die Freigabe der Gebäude. Schauen wir dann. Paddy's Overworm hier. Oh, du Fichtheim Map. Ja, bei Fichtheim ist es aber eigentlich so, dass du Unkraut entfernen kannst. Drift King Moin. Kandalin finde ich wie in jedem LS-Teil am schönsten. Die Kandalin, die fand ich im letzten LS-Teil, LS19, hart geil, Kai Wolf, richtig gut. Im jetzigen Teil nicht. Warum? Weil jetzt ist ja auf Großfrucht gegangen. Wobei für Algera wäre das ganz gut. Aligera. Das ist natürlich eine sehr. Also wenn du auf Großtier und Machen und Tun, dann vielleicht Kandalin, ja. Ja, aber Kandalin, LS19 fand ich die hart geil. Also da habe ich voll gefeiert, aber im 22er komme ich aufgrund der großen Höfe nicht klar. Weil früher war ja der Hof, könnt ihr euch bestimmt dran erinnern, wo der Postbote kam, hat es mal so extra Aufträge und so der Charme. Das gefiel mir sehr gut. Und jetzt ist das ja eher Großbetrieb, weil alle auf den Trends der Karten nachgehen, bei den Vierfachkarten. Große Höfe, Großbetrieb, damit man viel und lange was zu tun hat. Für mich die schönste Karte ist aufgrund, also eine Mecklenburg-Karte ist für mich Rostock, ganz klar. Die MVP ist ja nur noch in Discord zu haben, daher für mich Schmutz. War beim 19er meine Lieblingskarte MVP. Und sag mal schnell, Rostock finde ich sehr gut, aber Rostock ist glaube ich auch nicht mehr öffentlich zu haben, ne? Aber das ist so nervig geworden. Ja, kommt auf meinen Discord und dann könnt ihr die Karte haben, aber dann müsst ihr ja auch Mitglied sein, damit wir ganz viele Leute zusammenkriegen und damit ich euch... Ja, fühle ich nicht, geht mir auf den Piss. Ne? Eins, ja, Marina sagt auch gerade, ein, zweimal den Modder im Mund nehmen, sexuell, und dann sind die auch glücklich, aber trotzdem habe ich keinen Bock drauf. Ich laufe doch nicht mit den Leuten hinterher. So, was wollte ich denn jetzt? Luzerne, aber dafür müssen wir ein Bubu machen. Ja, dann machen wir mal aus. Die holen mich, ich hör's. Kann auch sein, dass ich hier natürlich Probleme kriege, aber aufgrund des Mähdreschers, den ich drin habe, aber ist mir sowas von kackegal. Dann knall ich mir da eine Mistplatte rein. So. Wir machen 7 Uhr. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Tinius, moin. Ich habe gerade ausgerechnet. Habe 463 Mods und. Viel zu viel. Auf einer Konsole? Ja, ist ja kein Wunder, dass nichts mehr geht dann. Auf dem PC, ja, kommt drauf an, wie groß deine SSD, HDD ist und dein Speicher. Aber viel zu viel, viel zu viel. Spielt ja alles gar nicht. Deswegen ist es ja lächerlich.
Karpatenlandschaft. Ja, auch ja. Karpatenlandschaft mache ich auch sehr gerne. Brauchst keine Zusatzmods. Datei ist auch nicht zu groß. Und ja. Ja, da habt ihr recht. So, dann bin ich ja mal gespannt mit den Schnibbeln. Ne? Können wir eigentlich den 728 nehmen? Der hat genug Power für das Mähwerk. Also das Schuhlaufen sag mal schnell, von Giants, das hört sich an, ob ich in der hochhergehe. Naja, ich wollte schon was sagen, ich lasse es lieber. Lauf hier rum wie eine tschechische Hure. Für viele Maps muss man Kohle zahlen mittlerweile, das kann ich mir nicht leisten. Das ist ja mein Reden, was ich da von mir gegeben habe vorhin. Ja, ist ja nun mal so. Die Leute haben kein Geld heutzutage, aber die Modder wollen alle Geld haben. Und früher ging es ohne, jetzt geht's nicht ohne. Verstehe ich alles nicht, kapiere ich nicht. Ja. Aber gut, sei es drum. Mann, jetzt bin ich traurig. Wieso? Schnüffelstück. Guten Abend, Schnüffelstück. Vielleicht Krummbach-Map? Ja, Krummbach ist auch schön. Aber schon anspruchsvolles Gelände, ne? Ja, finde ich. Von den Höhen und Tiefen. Krummbach, Kannerlin, Ostsee. Ne? Für PC jetzt. Für Konsole definitiv Ostsee. Kannerlin, ja. Kannerlin kann ich wiedersehen. Machen wir hier die fette Szene an hier. Moin Markus, Paddy, hattest du die letzten Lichtschalter für den Unterstand Produktion gesucht? Nee, habe ich gefunden, alles gut. Habe ich gefunden? Bin ich mal gespannt, ob ich aufgeregt bin, ne? Mit der Luzienne. Diese! Guckt euch das schöne Nebel hier an. Thomas Black, moin. Ne, ne, Lichtschalter hab ich gefunden. Sonst einfach mal Roadrunner. Die Karte Fichtal. Einmal neu starten. Alle Mods rausnehmen. Weißt du? Den Walter kaufen oder was du meinst und dann guckst du noch mal. Ich muss mal kurz hier einen Blinker schmeißen. Ja, er wird total windig am Ohr. Nee, lass mal zu dem Bunker. Huch, hab ich gesoffen? Das Mähwerk hinten zieht den aber auch in die Walla Pampa. Wem gefunden, Alex? Moin, Bömi. Wie geht's euch? Gut, sehr gut. Alexander, moin, moin, grüß dich. Da ist ja der Lexi. Lexi, du warst aus Cuxhaven, oder nicht? Scheiße, ich habe mich verfahren. Ich bin schon vorbei, oder? Nee, bei der Brücke, okay. Du warst Cuxhaven, ne? Direkt. Aber hier ist irgendwo noch einer drin, der kommt aus Koksi. Koksi! Das hier rein, ja, ne? Schön sieht's aus. Meine Freundin möchte gerne meine umgebaute Map für sich haben. Ich weiß nur nicht, wie ich das ihr geben kann. Ja, muss ein Safe-Game erstellen. Plus die ganzen Mods und so, das ist ja Katastrophe. Aber da kann ich dir jetzt nicht helfen. Das ist ja hier nicht der komplette Erklärbär. Ich erkläre ja schon viel und auch Safe-Games haben wir mal erklärt, aber nicht jeden Tag. Das ertrage ich nicht mehr. Da wäre ich wahnsinnig. Dann nehme ich mir immer nachher noch das Leben, also muss ja nicht sein.
bin ja mal gespannt, ob ich aufgeregt bin, ne? Wie war denn das nochmal? Ach, wenn ich das mal alles wüsste hier. Okay. Aber wir wollten ja Heu daraus machen, ne? Dann lassen wir den Scheiß mal auf. Huch. Will ich ja jetzt nicht so. Neustadt aus der, ja, sorry, dann habe ich mich vergriffen. Ja, Gott. Neustadt, ja, du weißt ja, wie ich bin. Natürlich in der Birne. Dann nehme ich alles zurück. Aber er in einer kann er. Rot für Auto, Rot für Paletten, Modbein, zwei Mods brauchst du nicht. Wenn es bei mir, wenn einer fragt, ja, spielst du PC und Konsole, Mods für dich wichtig? Pff, völlig scheißegal, wenn man es ganz genommen, brauche ich keine Mods. Gar nicht. Mods brauchst du auch teilweise länger und Autoload, wieso nicht? Autoload, den brauche ich nicht spielen. Oder Crossplay oder irgend so ein Scheiß, das brauche ich nicht. Den brauche ich das Spiel nicht spielen. Das ist aber ganz geil mit dem Schnibbel hier, ne? Mit dem Grasschnitt. Sieht so geil alles aus, sexuell auf der Karte. Und das finden wir weg. Samatz, Original Giants. Original von Giants. Kannst du einstellen. So wie Pöttinger Mähwerk, ne? Kannst du auch in der Länge, in der Breite verstellen, um Ecken auszumähen. Das wissen die meisten Leute bloß nicht. Also das Pöttinger Mähwerk kannst du in der rechten oder linken Ecke ausfahren. Das heißt, du kannst in Rundungen reinschneiden. Und das Sabbats Mähwerk kannst du halt eine Schwattablage machen. Oder halt eins Ablage rechts, links, links, rechts, wie du möchtest. Oder halt gar nicht, wie ich jetzt gerade. Ja. Allein hoch. Huch, ist Original Giants. Vorausgesetzt, dass das DSC High-End schießt mich tot, ne? Das Geile bei dem Mi-Weg ist, wie du vorne siehst, die voll gefederte Mi-Weg. Deichse, ne? Also die Achse, das ist schon hart geil alles. Fertige einmal, versuche ich es noch. Welchen Mod nimmst du für Karotten, Kartoffeln und so? Lager oder Silo? So. Vorher habe ich es nicht gesehen. Sorry. Du hast mit Roadrunner geredet. Paddy, einmal versuch es noch. Ja, welchen Mod nimmst du für Karotten, Kartoffeln und so weiter? Also, meine ein Lager oder ein Silo? Also, wenn ich davon viel gemacht habe, ist das ein Multiplatten-Silo. Für lose Material. Das hatte ich ja letztes Mal schon gezeigt, welches das ist. Aber realistischer wäre es eine Halle für Lagerung und dann kommt es auf die Karte drauf an. Wenn ich zum Beispiel seine Ostsee spielen würde, würde er Karotten machen oder Kartoffeln, Rüben, was auch immer, würde ich eine Halle als Lagerung nehmen, so wie man es in Real kennt. Aber wenn du sagst, ich will gar nicht so viel loses Material liegen haben, dann auf jeden Fall ein Hofsilo mit Platte halt, ne? Das Multisilo. Um halt die Masse wegzukriegen. Aber ich bin seit neuerdings immer mehr für Lagerungen in der Halle, Trockenlagerungen, Lüftungssystem, gibt es ja die Mods, also Hallen mit Lüftungssystem. Da bin ich immer mehr für. Ich habe keinen Bock mehr, mir das einfach zu machen. Ne? Multisilo ist ja immer einfach. Beinlager ist unrealistisch und einfach. Und ich mag das irgendwie nicht mehr. Ich möchte einfach immer mehr, nicht Richtung Realismus, das ist ja lächerlich, das macht ja jeder auch schon. Nee, aber das Spielen ein bisschen rauskitzeln bei mir, weißt du, wo ich sage, oh, das feiere ich, das feiere ich. Da kann man den Weg gehen und neue Früchte und dies und das und da habe ich einfach Bock drauf. Bin ich noch in der Mähwerkhöhe? Ja. Ja, ich muss mal ein bisschen Motorpflanze machen, wir werden es hier ziemlich schnell. Ja, okay, Mähwerk kannte ich noch nicht und gefällt mir, muss ich gleich mal dieses hier haben. Ja, das ist ja das DSC, wo ich gesagt habe, das finde ich zum Beispiel gut. Da ist auch der neue Zetter drin, ne? Also viele sagen ja immer, wo ist denn das? Wo ist denn das? Da. Viele sagen, wo hast du Krone-Teile her? Ist ja Krone mit drin? Ach nee, das ist ja gar nicht das DSC. Moment, bevor du irgendwas holst. Wo war denn das drin, ne?
aus. Oder kam das als Update? Oder war das bei den Karotten drin? Ach so, hier, nee, hier ist das drin, bei den Karotten, die ist sie mit der Polenkarte. Da hast du vorne das Mie weg, da hast du hinten das Mie weg und du hast einen Zetter für Heu machen, den ich glaube ich auch habe, weiß ich jetzt gar nicht. So, aber du hast ja von Haus aus schon immer im Spiel drin den Schwadleger. Wo ist der Müll? Den hier. Und den hat Giants ja angepasst. Der hatte ja oben das Gestänge zum Schutz vom Schwadleger. Also der Schwadder selber hatte ja ein Gestänge und den konntest du nirgends so unter die Halle packen oder irgendwie so, war nervig. Vom letzten Update wurde das Gerät überarbeitet und jetzt ist es ja eingeklemmt. Das heißt, du kriegst es überall rein. Deswegen das Schneidewerk von Zammers, das Heckschneidewerk von Zammers, der Zetter und der Schwadder. Schönes Viererpack, günstige Fahrzeuge, kriegst du bei leichten Traktoren ran. Ne? Und ist unglaublich geil. Und in der Dreckfunktion, wenn du damit länger spielst, nutzen die richtig heftig ab und ist optisch einfach lecker, ne? Ja, das hier ist ja auch schon völlig runtergeritten. Ja. Ja, wie gesagt, bei der polnischen Gezumpel ist das dabei. Oh, die Karte ist aber auch sexuell mit den Nebel hinten und so, ne? Oh, leck mich schon wieder am Arsch, ey. Ja, Ostsee hat das auch. Deswegen, ich sage ja Ostsee, da habe ich nochmal Bock drauf. Ah, das hier habe ich. Voll übersehen. Ja, kann sein. Ja, kein Problem. Aber wie gesagt, da ist das drin. Und das kannst du eins entscheiden halt, ne? Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht, gar nicht so richtig ausprobiert. Muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist ja dann Schwatt. Jo, das ist Schwatt einseitig. Das ist nur von der einen Seite Schwatt. Ist ja ultra bequem, ne? Wenn man es genau nimmt. Mega geil. Aber da wir Heu gleich separat machen, ist es erstmal unwichtig. Aber wenn du natürlich die Schwatt jetzt hinten machst, ne? So. Kannst du schön reinbrettern und pressen. Weiß Bescheid? Das ist schon echt cool. Ja, habe ich auch erst letztes Mal mich ausführlich mit beschäftigt, fühle ich ja total. Ja, ist geil, auch von der Breite. Also, ist natürlich sehr stämmig, brauchst so richtig Feuer in der Hütte, deswegen haben wir den hier. Weil das wiegt unglaublich viel. Schon deftig, ne? Hat schon ein gutes Gewicht. Ich mache das gerne, Holz wurde deswegen für verrückt erklärt. Ah ja, ich bin auf einen Trip mit Holz gekommen, ein bisschen kompliziert, aber es geht. Nö, kompliziert ist es nicht. Also, für die, die vielleicht alle DSCs haben, falls nicht, dann nicht, aber für die, die alle haben, den hier nehmen, Kran weg. Da kriegst du 5 bis 6 Meter Stämme rauf, weil Stämme bringen mehr Geld als Hexegut, für die es nicht wissen. Ist aber auch kartenabhängig. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Wenn ihr das DSC habt, vom Holzgezumpel, diesen Anhänger hier, nicht mit Kran. Kran ist pischi, schon auf Konsole gibt es richtig Probleme. Auch nur so viele Stämme abmähen, dass der Hänger voll ist. Nicht mehr, weil dann kriegst du Performance-Probleme. Auch auf PC für die Klugscheißer jetzt, ne? So, den hier. Und dann nimmst du dir zum Beispiel den 7er Fendt, nur als Beispiel mit Frontlader. Und nimmst als Frontladeraufsatz die Gabelzange, damit kannst du die Stämme easy peasy packen, ohne dass sie nach links oder rechts wegrutschen. Vorausgesetzt, wenn du die Stämme schneidest mit dem Baumschneider, wo ist das alles Mistvieh jetzt hier schon wieder? Ja, nimm jetzt den, ist ja unwichtig. Dann kannst du ja oben links einstellen, wie lang die Stämme sein sollen. Stellst du auf 5 Meter, aus dem Baum kriegst du meistens zwei Stämme und einen halben Nupsi, ne?
Und dann knallst du drei oder vier Bäume weg, a 5 Meter, von mir ist auch sechs. Die liegen denn alle. Den Frontbeißer nimmst du, stapelst die alle auf einer Fläche, dann kommst du mit dem Anhänger hin, stapelst die auf, gurtest die fest, ganz wichtig, und fährst sie zum Verkauf. Das ist lukratives, gutes Geld machen. Wenn du häckselst, empfehle ich dir den Mod für Häckselgut von Jens. Der ist in Mod-Orden, also unter Mods für Holz, also Forstwirtschaft, ganz unten, der Jens, der auch im LS19 war. Kannst du aufklappen, nimmst du den hier und machst die Einheit auf Schneiden auf 1 Meter. Schiebst den Arm rum, dass du direkt vom Jens Häcksler bist und immer 1 Meter, 1 Meter, 1 Meter ganz schnell schneiden. Der fällt dann rauf auf das Förderband, häckselt und fällt hin raus. Ein Baum machen 6000 Liter Häckselgut und dann kannst du direkt am Kipper und fährst das weg. Ist für den einen oder anderen einfacher, ja, aber Stamm macht meistens mehr Geld. Auf jeden Fall zum Beispiel auf der Ehrengrat oder so. Da musst du ausprobieren, was sinnvoller ist, Stamm oder so. Ja, und schon sind wir wieder aufgeklärt. Auch das macht der Paddy gern. Können wir hier eigentlich auch mal machen, ne? Die Karte ist Hammer, macht echt viel Spaß. Spiele die seit Tagen mega. Ja, die ist echt Porno. Ich mach Foto. Ja, fühle ich gerade. Finde ich halt optisch Porno. Gestern hatten Sonnenuntergang, Nebel. Ja. Ich sag ja, wenn es regnet auf der Karte und ihr kommt in ein paar Stunden später oder es regnet in der Nacht, am Morgen so dermaßen Nebel hier und so. Das ist so, ne, so wie jetzt. Ne, wir hatten ja ein bisschen Regen. Aber nur schön. Einfach nur schön. Voll romantisch wieder. Ich mache hier schon wieder Kacker. Bin Stamm macht mir am meisten Spaß. Ja, muss nur aufpassen, PC wie Konsole ist egal. Das macht keinen Unterschied, das hat Giants bis heute nicht hinbekommen. War auch im 19er schon so, wenn du zu viele Stämme hast, dann geht deine Performance runter, kann der Scheiße abstürzen. Der Minio zum Beispiel bringt das Holzhacken gut Geld beim Wärmekraftwerk. Ja, das ist ja das, da musst du mal gucken, das ist immer so ein bisschen kartenabhängig. Also Ehrengrat ist auf jeden Fall Stamm, Hexen ist aber einfacher. Da muss man gucken, wie man möchte, ne? Häckseln einfach in dem Sinne, weil wenn du den Berg runterfährst mit einem LKW, habt ihr ja gesehen bei mir, dann kann das ganz schnell sein, dass du umkippst und die ganze Ladung verlierst. Und dann ist bei mir ja so Polen offen. Aber da muss man abwägen, worauf man Bock hat. Ne? Ich mag ganz gerne Stamm, vorausgesetzt die Karte lässt es zu. Wenn jetzt zum Beispiel Minibrumm die Heizanlage, dann ist klar Häckseln. Ne? Hier zum Beispiel. Ich würde es wenigstens mal ausprobieren, hier Stamm, ne? Aber bei den Wäldern und bei den großen Tannen auf jeden Fall mit einem LKW beladen. Nicht den kleinen Anhänger, sondern mit einem LKW. Volvo rauf und dann gibt Gulle. Gibt Gulle! Ja, es gibt viele schöne, aber es ist halt so alles kleine Felder mit und so. Man muss halt schwer werden. Ja, es gibt viele schöne, aber es ist halt. So alles kleine Felder, Mittel und so. Ja, wenn ich größer spielen will, spiele ich Ostsee, aber da kommen wir später zu. Wieder Ostsee. Ja, stimmt, die Stellen muss man echt aufpassen, dass es nicht hinbekommt. Das ist schon echt nervig. Ja, aber da, wie gesagt, ich habe ja schon gerade gesagt, was man Frontlader nehmen kann. 7er Fendt aufgrund des hohen Gegengewichts, weil so ein Stamm biegt richtig und dann geht das eigentlich. Hier echt aufpassen. Ja, das Tempo ist hier. Aber mit dem Bach hier und so, ne, das ist einfach für die Götter so ein Bild, oder? Der Kirche, das hat er schon gut gewählt. Man merkt, dass er da echt ein Auge für hat, für Charme halt, ne? Und da wir ja als Community ja auf sowas hart sexuell drauf abgehen, hat er genau unseren Nerv getroffen. Stellt euch mal vor, der macht auch. Apropos, wollte ich euch vorhin posten, habe ich vergessen. Poste ich euch aber im Nachhinein noch die neue Map Deutschland. Die kommt für LS25. Nur mal so zur Info.
kommt wohl jetzt nicht mehr. Gut für mich. Weil ich mit einem anderen Projekt anfange. Also zum Testen kann sie noch kommen, aber offiziell für alle LS25. Ne, wisst ihr Bescheid? Betty, wenn ihr Computergepäck, Gerätepäck drin und Strubel an und drei normale Mods müsste die Karte funktionieren. Ja, ja, natürlich. Wobei die Datei vom Computer schon ziemlich groß ist, aber ich benutze das auch sehr gerne. Aber sollte eigentlich, ja. Stroh-Addon. Eher weniger. Der Stroh-Addon verursacht aufgrund Performance immer noch Probleme. Und da die Karte hier eine sehr hohe MB-Zahl hat, auch für Konsole, und du machst dann mit dem Stroh-Addon, was auch sehr hoch ist, plus es könnte in die Hose gehen. Das sage ich dir gleich schon mal, Alexander. Aber musst du halt ausprobieren. Oh, das sieht so Porno aus. Da muss ich jetzt mal ein Foto von machen. Das ist ja mega sexy, ey. Mit der Bimmelbahn und den Nebel da, leck mich am Arsch. Ne, Alexander, also das Stroh-Addon könnte dir Probleme machen. Ne? Lexi hat das Problem mit Stroh-Addon als Mod. Ja, ich auch. Bei einigen Karten, bei einigen nicht. Es liegt immer an der Performance. Ja, ich benutze nur die Ballengabel. Ja, dann nimm doch die Original. Oder das Ballengabel-Pack. Gibt es nochmal ein Ballengabel-Pack? Ist genau der gleiche Scheiß drin. Brauchst nicht das Stroh-Addon runterziehen. Das Stroh-Addon macht so Probleme. Ja, es ist einfach. Das liegt mit den Gebäuden zusammen. Auch wenn du nur die Gabel nimmst. Könnte klappen, aber vergiss bitte nicht, dass du schnell über die 1 Million MB rauskommst. Das heißt, die Karte verursacht dann andere Fehler. Da musst du abwägen, Alexander. Musst du mal Auge machen, ne? Weil du sagst, ja, das Pack, ich benutze ja nur das, ist egal, das Pack ist ja drin. Der Fehler ist ja automatisch auf der Karte. Das verstehen ja viele nicht. Die sagen, ja, ich habe den Träger drin, aber ich benutze ihn nicht. Ja, aber er ist doch drin, der Fehler ist doch drin. Ja, das müsst ihr euch mal im Hinterkopf halten. Es ändert nichts daran, nur weil ich ihn nicht benutze. Es ist doch trotzdem im Spiel verankert und auf der Karte. Und sobald du den Haken aktivierst, ist der Fehler auf der Karte. Das heißt, es geht in Performance-Keller. Ja, aber muss selber jeder für sich wissen. Aber das Foto hier, das ist ja schon wieder sexuell. Foto! Also vom Mähwerk bin ich hart angetan, ne? Muss ich echt sagen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie wir das hier weitermachen. So, gerade ohne Mods versucht, die Fichte hat gerade ausgedient. Selbst ohne Mods macht die Maps Probleme. Ja, das hat sie aber generell schon immer gemacht. Es sind einfach zu hohe Performance-Karten. Viel verbaut, viel Bewegung. Deswegen liebe ich ja die Ostsee. Nicht ganz so viel gebaut, klar, mehrere Mods, aber safe Mods, das ist das Wichtigste, und läuft der Hase halt, ne? Und Heaven, grüß dich. Wenn das so weitergeht, Paddy, noch einen Freund, ja, da habe ich schon. Schon komplett klamm. Ach, der war ja gar nicht mit Tempo einstellen. Paddy ist schon zweimal auf der Wiese gekommen, mindestens. Mindestens. Es ist halt schön anzusehen, ne? Also jetzt für den Zuschauer, auch wenn ihr die vielleicht gerade selber spielt, aber es ist halt schön anzusehen, diese ganze schöne Umgebung. Und stell dir mal vor, du hast solche Felder und so eine alte, idyllische, nordische Karte oder süddeutsche, so vom Stil. Das wird doch voll abholen, oder nicht? Also ich bin sofort dafür. Ich fühle das ja. Aber gut, ihr fühlt das ja genauso wie ich. Ja, oder nicht? Mit den Nebel. Ja, Marina fühlt das auch. Die liebt die Karte auch. Da hat der Modder aber mal genau ins Schwarze getroffen.
regnet. Ne, ist nur feucht auf der Straße, ne? Also feucht wie ich. Oh Gott. Ja, die knallen ja mal raus, da muss man bündeln aufpassen. So wie diese Killer-Einfahrt hier. Ja, man sieht einfach, ne, wenn in Details und in der Masse sich Mühe gegeben wird vom Modder und nur der Hof das Pack beinhaltet, was ja kein Pack ist, weil es ja sein eigener Shit ist, aber wenn nur der Hof halt umbaubar ist, aber alles andere fest, lieben die Leute das. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sage. Ich weiß, die Leute wollen es nicht hören und die Modder wieso nicht, weil die sich ja gegenseitig den Schwanz zusteuern mit den Modpacks, weil, ne, ja, ich pack mal deinen Kram rein, hast auch noch ein paar Downloads. Dreht sich alles nur um Downloads und hab nicht gesehen, aber wenn du mal siehst, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert und nicht auf andere Schlagzeilen und man macht einfach mal sein Ding, dann kommt sowas bei raus. Und wenn das jeder Modder machen würde, würde ich fühlen. Aber ich weiß jetzt schon, für den nächsten LS-Teil, dass viele Kooperationen entstehen mit diversen Moddern und dann sind wir davon nicht mehr befreit, von diesen gefühlten 20.000 Downloads auf irgendwelchen Mods. Mache ich aber nicht mit, kann ich euch schon mal gleich sagen. Wenn das mir zu viel ist, genauso wie heute die Karten, habe ich ja schon wieder einen zu viel bekommen, ne? Also, das eine soll eine niederländische Karte, ja, ich habe mir das angeguckt, keine Panik. Die niederländische Karte sein, mit Ehrengrad-Hintergrund, habe ich ja voll nicht gefühlt, ne? Okay, das war die falsche Seite. Läuft mal wieder. Ja, dann können wir das ja auch hier stehen lassen, das Frontding. Dann müssen wir mal umdrehen. Moin, moin, Nino. Auch Nabel, Stein, Fussel. Moin, ihr wundervollen Essuchtis. Moin, Fussel. Die Karte könnte auch eine Eifel Belgien spielen. Dann müsste Französisch den Schilder wegnehmen. Ja, genau. Hast recht, Markus. Das. Kleine Detailsänderung oder einfach du änderst den Hof, die Schilder und schon bam, bist du ganz woanders. Alles schon ganz geil, alles. So. Da ist der Zedder. Zedder, die Zedder. Ja. Du wärst nicht enttäuscht, was? Probier jetzt mal aus. Hier, mach das mal. Ich pack die mal hier in die Gewichte. Wird hier schon wieder eine Gewichtssammlerei. Ach nö, das kann ich ja dran lassen. Ja, ich dussel. Aber nur mal so zur Info für die, die gesagt haben mit dem Hofumbau. Naja, wenn du es auf Wein und Klein und kleine Produktion und Weiden und so gehst, für die auf dem PC spielen, dann passt das natürlich gut zusammen. Schön alten Renault, ne? Oder vielleicht den Fiat und alles ranzig und alles klein und so, das ist natürlich was ganz anderes, ne? Mach ich dran? Jens, grüß dich. Hi und bye. Bye bye. Wieso, Alexander, wird's gehen? Tschu.
Ends, moin. Schon wieder leicht erregt. Sag mal, renovieren ist jetzt ja weg. Das ist immer so. Wenn du lange drin gelebt hast und sagst, okay, jetzt muss ich mal wieder. Ja, muss man sich schon. Aber nachher das Ende, das Ziel, ne, wenn das dann hübsch ist, dann sagst du, ja, hat sich gelohnt. Vorausgesetzt, hier gibst du natürlich die Mühe, ne? Ist ganz klar. Ganz wichtig. Ist da jetzt ein Helfer drin, hat er gesoffen? Hat er mir die ganze Scheiße dahin gesäugt? Oh Mann, egal. Sieht aber grafisch high geil aus, ne? Einige Sachen macht der andere nicht. Wie denn nun? Kann sich nicht entscheiden. Dann fahren wir halt gleich nochmal auf und ab. Muss es erst trocknen? Fahren wir gleich. November, wenn überhaupt. Also LS kam immer im November. Also eigentlich immer zum 11., aber verändert ja ganz mal was. Würde ich ja so ein bisschen fühlen, weil diese Intervalle 3 Jahre und der Scheiß, das ist Schmutz, aber damit. Mal nehmen wir später. Bis später, Alexander. Kadi, bei mir war auch heute alles entspannt. Evan Emery schon, aber ich spiele einfach nicht mehr, wenn ich weiß. Andi nicht wirklich, mag nicht mehr. Was? Hab ich schon wieder?
Stichwort. Kannst du das ausprobieren? Schuschu, Schuschu, Alexander, Schuschu. Bye bye, Krokodil. Noch eine letzte Frage, weil so viele geschimpft haben, dass ihr so viele Mods habt. Wie viele braucht man am Ende wirklich und welche könnt ihr mir auflisten? Auflisten alleine. Eigentlich, wenn du es ganz genau nimmst, bei Autorunner brauchst du eigentlich gar keine. Das ist nur Geschmack und die meisten nehmen Traktoren rein oder Mähdrescher oder vielleicht Kipper, um halt ein bisschen oldschool und hab mich gesehen, aber alles andere, was dir so aufgetischt wird, brauchst du eigentlich nicht. So, wenn du jetzt ein PC-Spieler bist und sagst, ja, ich will ein bisschen Realismus, ich will dies und das, dann brauchst du natürlich Symbolize, du brauchst Mouse-Control, du brauchst dynamischen Boden, bla 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 bla. Aber wenn du jetzt das Grundspiel siehst und sagst, nee, ich will einfach nur Ehren und Spaß haben, dann brauchst du vielleicht drei Traktoren, die du gerne magst, Kipper-Anhänger, einen Mähdrescher und das war's dann. Verstehst du, was ich meine? Alles andere ist Schnickschnack. Aber 400, 300 Mods oder was auch immer, das ist, wirst du hier bei uns nicht hören. Weil das unsinnig ist. Außerdem, sobald du mehr Mods drin hast, verursachst du auch auf dem PC Fehler. Und da braucht nur ein Mod nicht geupdatet sein oder einen Fehler drin haben, dann haust du die ganzen Spielstände weg, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ne? Also bei uns hier außer Alexander, der war mal so krank, dass solche Leute ganz viele Mods haben müssen und am besten alles, das gibt's hier nicht. Das gibt's nicht. Also, der LS-Sucht, die durchweg, was ich ja definitiv bin, da kann ich mich auch einordnen, braucht nicht viele Mods, sondern er braucht sichere Mods, gute Mods und die auch Sinn machen. Aber jetzt von wegen, ich brauche jetzt, hab einen Flug und davon habe ich 20, warum? Wenn ich einen Flug habe, dann habe ich den von Fairtex Design. Wenn ich eine Gruppe habe, habe ich den von Fairtex Design. Beides Rabel-Fahrzeuge. Kalkstreuer für mittlere bis kleine Höfe beruhen auch von Fairtex Design. Güllewagen von Schnibbelmodding, ohne Arm, den größeren. Wenn es ein kleiner Hof ist, den von Fliegel. Denn Cayman-Traktoren, Schnibbelmodding-Traktoren oder Bayern-Agra. Karten, ja, wenn sie für alle da sind, dann ist immer gut für mich jetzt, weil ich mag das, die Gleichberechtigung. Wenn, ne, ist ja so. Das sind so viele Sachen. Ah ja, auch nicht mehr, Paddy. Naja, haust die ganze Konsole mit dem Arsch. PC ist das genauso. Die PC-Leute denken mal, ich kann da 50 Mods drauf haben oder 200, 300. Mir passiert ja nichts. Ich habe ja gespeichert ohne Ende. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Wenn du keine SSD-HDD in Volllastung hast und der PC nicht riesig ist von der Speicher, hast du auch eine Begrenzung. Und da ist definitiv deine Konsole besser. Weil da hast du zwar dein 1 Tera, aber um den Speicher voll zu kriegen, musst du schon Gas geben. Nur Gaming-Groß-PCs, die auch den entsprechenden Speicher haben und auch mal richtig Geld gekostet hat, da kannst du richtig reinpacken. Aber die Leute, die sich Gaming-PCs holen, die packen da keine Traktoren in Überzahl rein, sondern dynamischen Boden, Simple IC, wie gesagt, Mouse Control, Dashboard und solche Sachen, weil es einfach anders wichtig ist, wenn du auf PC spielst. Da sind andere Sachen wichtig. Aber grundsätzlich brauchst du nur die Karte. Alles andere ist nur Shishi. Ja, 10 Traktoren kannst du nicht fahren, fehlst ja meistens nur ein, also nimm den Lieblingstrecker rein. Und einen zweiten als Hofhure. So ungefähr musst du denken. Hab kein PC, nur PlayStation 5, ja, aber trotzdem, PlayStation 5 habe ich, wenn die Karte und die Gebäude, die vonnöten sind, dann habe ich einen großen Trecker oder größeren und einen kleinen. Und wie gesagt, die Maschinen, die ich eben aufgelistet habe, die gibt es ja auch auf PlayStation 5. Und dann ist gut. Ist so. Genau so ist es, Paddy. Ich gehe sogar noch weiter. Man braucht nur das Hauptspiel. ESC, wenn man sein Geld verlochen möchte. Ganz okay, grundsätzlich sonst nichts. Man kann trotzdem richtig viel Spaß haben. Ja, das ist ja einfach das, was die meisten Leute nicht verstehen. Ne? Klar wollen die hier einen 800er, 900er Fan haben. Ich kann das nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, warum Giants da nicht... Bei der 500er gab es ja schon, auch 19er, warum sie da nicht von Haus aus einen 800er alten, eckigen reingeballert haben, ne? Aber gut,
sei es drum. Träger, Geschmack muss jeder für sich wissen. Ich für meinen Teil müsste auch diese ganzen Fahrzeuge nicht haben. Ist so, ich brauche sie nicht. Ich nehme 900er Fendt hier von Giants in Trambock-Reifen in Großausführung. Das sind nämlich die einzigen, die groß ausgeführt werden. Für die Leute, die es nicht wissen, was ich damit meine. Trambock. Und dann gehst du in die, da, wo in die Breitreifen. Achte mal auf die Felge. Wird schön groß, sieht optisch schön lecker aus. Hast du den Träger, da kannst du alles mitmachen. Bei den kleinen Trägern gibt es natürlich ein paar mehr. Ne? Und wenn du alte willst, Youngtimer, alles da, ja, aber ich mag gerne Tür auf und das. Das beinhaltet aber nicht das Spiel. Das Spiel beinhaltet, dass du die Landwirtschaft machst und nicht die Tür auf und zu. Oder bist du ein Butler. So, und deswegen, das vergessen viele Leute. So, wenn einer sagt, bei YouTube ist das immer gang und gäbe, auf dem Banner eher einen Träger drauf zu haben, den du natürlich auch spielst. Es gibt auch Leute, die machen auf dem Banner Träger drauf, die sie gar nicht im Spiel drin haben. Hatte ich auch mal ganze Zeit, mal so zur Info. Das habe ich dann nicht mehr gefühlt, daher gab es einen Einheitsbanner. Wo das Ding an der Sache ist, es ist immer das, was man spielt auf dem Banner, um die Leute natürlich ins Video zu locken. Das ist ja ganz einfach. Hättest du einen Durchlaufbanner, immer das gleiche, so wie ich im LS19 oder nee, LS17 hatte ich immer einen Durchlaufbanner. Immer das gleiche, identisch, der Mähdrescher oder der 8R JD. So, da stand drauf Paddy Life. Keiner wusste, was los ist, aber trotzdem habe ich Abos gemacht, trotzdem waren die Leute da und trotzdem haben wir mal 100, 200 oder 800 Zuschauer. Das liegt nicht damit zusammen, was auf dem Banner ist, was denken viele. Und deswegen machen sich viele Banner Mühe geben, Vorlauf, Introben, ne, mache ich auch gerne, ne, weil ich das nicht, weil ich nach dem Trend gehe, ne, mit diesem Vorlauf-Intro, damit habe ich ja immer mal angefangen, seitdem war es ja auch gefühlt schon wieder jeder, weil es einfach schön aussieht, ne, weil ich gerne Videos schneide. Aber wenn ich jeden Tag live bin, brauche ich keinen Vorlauf-Banner, das heißt ein Intro, ein Trailer, der. Und das Witzige ist, bei mir ist das so, ich mache ja dann für jedes Gameplay einen neuen Trailer. Bei anderen Leuten siehst du immer einen und den gleichen Trailer. Ja, weil das Video fertig ist, klatscht davor, das Video danach, spielt es einmal um Runde hin, Outro steht drin, bitte abonnieren oder wird eingeblendet, bing, hörst du dann. So, und das war's. Solche Videos machen das einfach. Bloß bei mir ist das, wenn ich Gameplays mache, würde ich vor jedem Video immer wieder einen neuen Trailer erstellen mit dem Thema, was im Video passiert. Da würde einer sagen, es ist doch viel zu viel Aufwand. Ja, aber das macht mir doch Spaß, wenn ich schon Gameplays mache, die ja wieso viel einfacher sind als Livestreams. Warum soll ich denn da nicht jedes Mal einen neuen Trailer erstellen? Ja, außer du bist auf Masse aus, ne? Und jeden Tag ein Video, ja, dann ist egal. Dann dreht sich auch eher um Geld als also andere. Ja. Aber da muss jeder für sich sehen. Ist mir auch scheißegal. So. Ich habe 8 Mods inklusive Karte, 8 Speicherbelegungen, mehr nicht. Ja, ist auch mein Grund. Also auf der Konsole ist mein grundlegender Speicher 8%, wenn es hochkommt. Ja, und wenn ich gar keine Mods und so, ist nur die Karte, dann sind es meistens 4%. Ganz einfach. Hi zusammen, bin schon lange hier, kaum geschrieben. Ja, das habe ich mitbekommen, wenn Festo. Jana, nicht meinst du? Ja. Schleichst hier heimlich rum, sagst du. So, und grundsätzlich Modkarten, wenn sie gut sind, von guten Moddern, da kannst du auch ohne irgendwelche Gedanken eigentlich runterladen. Es gibt Modder, die sind groß angepriesen und super beliebt in der Community, haben aber unglaublich viele Fehler auf der Karte. Also optische Fehler und Gebäude schweben oder Häuser sind im Boden versunken. Also richtig schlecht. Aber es interessiert die, sind halt, die haben ihre festen Fanboys, die das runterladen, ist gut. Bei mir zum Beispiel nicht. Also wenn die Karte interessant ist, spiele ich sie gerne an, aber nicht dauerhaft, weil das sehe ich ja immer wieder, diese Fehler. Kriege ich Augenkrebs. Ja, gefällt mir nicht. Da sehe ich einfach, da wird gefuscht, Hauptsache Downloadzahlen, da kann ich überhaupt nicht ab sowas. Thorsten, schade, Moin. Damit kann man alles sehen. Da brauche ich keine 4-3 Tonnen. Man muss aufpassen, ob das Gerät hinten dran schafft oder nicht. Ja. Ja, wenn du einen Deutz 900er hast oder was auch immer, oder so ein 800er hier, reicht. Also mit denen hier, den ich jetzt hier habe, ob sei es von Schnibber Bayernagrar, ist mir scheißegal, weil die beide auf dem PC eigentlich identisch sind. Außer, dass der von Bayernagrar einen viel, viel geileren Laufsound hat. Aber ich habe den hier mal drin, weil ich wollte mal testen, der hat ja nicht jetzt ein Update bekommen. Sei es drum, auf jeden Fall, der reicht. Wenn du den von Bayern Agrar hast, der ist ja nochmal geschippt, der hat ja 200 etwas PS, noch ein bisschen mehr wie der hier, also 20 PS oder so.
Mit denen kannst du hier in 400, hast du ja gesehen, 450 PS aufgerufenen Flug ziehen. Also du brauchst gar keinen Träger. Ja, dann hast du noch den 500er, den ich da noch gezeigt habe. Nenn nur mal als Beispiel, entweder von denen den 800er, wenn es kleiner sein muss, oder der 900er. Und den 500er von Cayman hier mit Frontlader. Mehr brauchst du nicht. Ja? Für einen Hof, für einen Hof. Wir haben hier zwei Höfe, deswegen ein bisschen mehr, aber sonst bräuchte ich nicht mehr. Kann ich eigentlich auch da lang fahren? Oder wo geht's da lang? Muss ich mal kurz gucken. So, jetzt bin ich ganz bei euch. Moin, Carsten. Heaven, Cuddy, Cuddy, Heaven. Was ist hier los? Servus, Thorsten, schade. Need a case. Ja. Ich hasse diese Tür auf und zu, mach nicht dran. Originaltreibung Fahrzeug haben nicht. Ja, du siehst ja, wo, wie das tricktechnisch umgangen wird. Das fällt ja den Zuschauer grundsätzlich nicht auf. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Gameplays guckst oder bei anderen Streams, dann wird die Tür lange aufgelassen, damit man halt nicht immer auf und zu machen muss. Ne? Oder es wird Traktoren genommen, wo gar keine Tür drin ist oder so. Ne? Das sind diese Tricks, ne? Das sieht der Zuschauer nicht, aber das ist. Achso, ich wollte wissen, wo es da lang geht. Da kommen wir nur zu den beiden Fällen. Okay, okay, weiß ich Bescheid. Stefan 86, hallo. Hallo. Ja, Case, original im Spiel unter Große, ja. Weil man sagen muss, seitdem ich den hier drin habe, gibt es hier ein kleines Soundproblem. Der verursacht hier einen Soundfehler. Das hört ihr nicht die ganze Zeit, aber ich höre das im Surround-Headset. Höre ich das immer. Der verursacht hier immer einen Fehler. Das hast du bei Bayern Agrar nicht. Das ist ja genauso wie Bayern Agrar Pack, ne? Bei den 700er kannst du ihn färben, wie du willst. Du kannst die Frontscheibe aufmachen, haben nicht gesehen. Es wird einer sein, das kannst du beim 700er Schnibbel auch? Nein. 700er Schnibbel? Nein, kannst du nicht. Du kannst das auf dem PC, ja, aber nicht auf Konsole. Ist mit dem Helfer, benutze ich ja gar nicht. Also Helfer benutze ich fast gar nicht, außer ich gehe auf Klo oder so. Dann läuft ja auch mal der Helfer, aber ich mache eigentlich nur noch alles selber. Also am Anfang habe ich auch mal Helfer laufen lassen, das kann auch jeder hier bestätigen. Aber ich mache immer mehr selber, weil ich das nicht einsehe, mir einen Helfer oder einen Cosplay oder irgendeinen Scheiß reinzumachen, um mir die Arbeit zu sparen, weil ich selber keine Lust habe, denn als Streamer ein riesen Feld zu fliegen. Ja, es muss gemacht werden, also mache ich es. Wenn einer sagt, ja okay, ist zwar richtig, aber dauert. Ja, ein Stream echt Leben, dauert. Ja? Und da stellen mir einfach viele Realismus-Gamer das einfach zu einfach vor, gerade bei großen Karten. Ja, dann mache ich erstmal das Cosplay, ne? Und dann stelle ich meine Saatmaschine an 6 Meter und dann ist das ein vorgegebener Kurs, den irgendeiner mal eingefahren hat. Und dann fährt der Computer für mich und ich konzentriere mich auf eine andere Sache und dann sagen alle, ja, das ist doch ganz normal so gespielt. Ja, aber das ist doch nicht der Sinn des Spiels. Der Sinn des Spiels ist von A nach B, von A nach Z und das alles selber zu erwirtschaften, das ist doch der Spaß des Spiels. Alles andere ist nur fürs Auge und für die Zuschauer, damit sie sagen, okay, da bewegt sich jetzt was und er macht ja Arbeit. Nee, macht er nicht, der Computer macht das. Und dann brauche ich das Spiel nicht spielen. Aber das ist eine Eigeneinstellung, ne? Jeder so wie er will. Ich konnte nie was im RS, was Helfer? Helfer ist Schmutz. Deswegen benutzen wir die, glaube ich, auch alle nicht. Wenn das so wäre wie bei Cattle and the Crops, dass der Helfer selber zum Feld fährt und du hast einen Angestellten, den du bezahlen musst, ne? Dann ist das was anderes. Wenn du einen Helfer wie bei Cattle and the Crops bezahlen musst und du musst den Helfer bezahlen, der fährt dann zum Feld mit dem Mähdrescher mit zwei Kippern und so. Das war ja bei Cattle and Crops so, das heißt, es ist umsetzbar auf jeden Fall.
Das wäre geil, dann würde der Helfer auch in den Kurven fahren und nicht immer nur hoch und runter, versteht ihr, in der geraden Linie, sondern er wird Rundungen fahren, aber das kriegt der Giants nicht hin. Warum? Weil man natürlich die Felder vergrößern und anders erstellen kann, ne? Und ja, dann kommt das Problem, dass der Helfer durcheinander kommt. Wenn die Felder aber fest sind, dann kannst du das natürlich anders machen. Ich finde die Beinager besser pilgern zu den beiden Traktoren als die von Schnibbel. Meinst du den jetzt hier? Auf dem PC oder auf Konsole? Das Problem ist, die hier sind von der Dynamik des Führerhaus und die Nebengeräusche, hydraulische Geräusche oder Druckbremsengeräusche einen Ticken besser. Bayern Agrar hat aber einen viel besseren Drehzahl- und Motorsound und auch ein bisschen mehr Leistung, aber das ist ja nur aufgedreht. Aber der hier macht trotzdem irgendwie einen Fehler. Ich höre das ganze Zeit. Ich muss mir den nachher mal angucken nach dem Stream, ob da er muss da einen Fehler drin. Ich höre das. Macht mich wahnsinnig. Vielleicht muss ich gleich mal das Modpack rausschmeißen. Wir laden uns mal schnell das andere runter, aber es macht mich hier wahnsinnig. Ihr hört das vielleicht nicht, aber ich höre das ganz bisschen im Hintergrund. Weißt du, wie so ein Tinnitus. Du hörst das immer und wirst wuschelig davon. Ja, wenn du es mal genau nimmst. Stefan, du kennst doch das, so gesehen die Giants-Traktoren bloß von Bayern Agrar. Da hast du Black-Displays, du hast, kannst alle Fenster, alle Türen aufmachen mit Symbol IC, kannst auch die Frontscheiben aufmachen, kannst aber auch auf Konsole. Das kannst du mit den 700er von Schnibbel nicht. Klar hat Schnibbel natürlich die neueren Modelle und es steuert das und das an und bla bla bla, ne, halt so Fanboy-Scheiße. Wo ist das Ding an der Sache ist, jetzt für das Wesentliche, Qualität, Oberfläche, Spielen, du hast ein Pack von Bayern Agrar, hast alle Traktoren, die kannst du ändern in Farbe, Türen öffnen und alles, was dazugehört. Bei Konsole kannst du leider nicht Black Display anmachen, aber bei PC. So, und die haben natürlich nicht immer den geilsten Sound, aber würde Bayern Agrar bei ihrem Trecker-Pack nochmal ein Soundmodul reinknallen, ist es definitiv besser als Schnibbelmodding. Jetzt werden viele sagen, nein, das ist nicht so. Ja, Fanboy, immer den YouTuber nachbabbeln. Nee, aber Bayern Agrar von der Performance ist einfach besser, auch auf Konsole. Und auf Konsole kannst du beim 700er die Frontscheibe nach vorne aufmachen, wenn du das alte Führerhausvisier reinnimmst. Das wissen die meisten gar nicht. Und viele sagen, ja, das geht ja leider nur auf PC bei Schnibbelmodding. Nein, das geht auch auf Konsole. Das wissen sie bloß nicht, weil sie alle immer nur Schnibbel, 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 Schnibbel runterladen. Ne, aber ist halt so, ne? Aber ich glaube, ich schmeiß den hier gleich runter. Der macht mich wahnsinnig, dieses Geräusch auf dem PC. Ja. Mit direkt verkaufen gehen. Ja, Paddy, vielleicht ist der Triebsatz bald hinüber. Ja, der ist so gut wie neu hier. Alt gebraucht, aber hier ist eigentlich alles in Ordnung. Wir machen nochmal einen Schwatt und dann geht er gleich mal in den Verkauf. Ja, ich höre das im Hintergrund immer, das macht mich wahnsinnig. Oder habe ich hier irgendwo ein Tonproblem? Kleiner Blick mal bitte. Nee, ist nicht der Triebsatz. Was ist denn auf der Palette für viele Felder? Muss man passend finden. Also wenn du einen Trecker hast, sag ich mal 286 PS oder 300. Scheiße. Dann kommst du hier perfekt mit aus. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Halt den Sabbel, hup hier nicht rum. Das ist ein Pfeiler. Dann auch auf Tempomat gestellt, ja. Ja, ich weiß, Freddy, ich bin PC-Spieler durch und durch, aber was LS angeht, ich weiß, was du meinst, alle rennen auf gewissen Leuten hinterher. Ja, aber das Problem ist, klar sind die Einträger hier ganz gut, aber der Sound bei Bayern Agrar, ist einfach so. Auch beim 800er und grafisch identisch, bloß du hast hier nur drin dieses, naja, hier, wie heißt das? Andere von Fairtex, ne? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber du weißt, was ich meine. Das sind ja auch die Geheimtippfahrzeuge, die ich ja mal hatte, ne? Viele haben gesagt, ja, welche meinst du? Ne? Dann war das beim einen der 1455 XL, aber das alte Modell, da meinten viele, ist kein Frontlader, ist, wussten sie bloß nicht, musst du Frontgewicht nehmen. Nicht Fronthydraulik, Frontgewicht.
So, dann hatten wir den Ford-Trecker. Da meinten alle, oh, ist ja geil, der ist ja von der Grafik sehr high-end. Keiner auf den Zeiger hat, kommt ja jetzt so langsam bei YouTube, dass jeder den spielt. Das sind alles so Empfehlungsträger wegen mir. Dann gibt es noch den Case von Bueno, ne, der mit 303 PS, unglaublich geile Grafik. Auf Konsole, PC gibt es, ja, PC ist auch gut. Da ist aber kein Simple IC oder irgendwas drin, ist nicht zwingend notwendig, hast trotzdem Mouse-Control. Und kannst Beifahrersitz, Türen, alles aufmachen und er hat eine gute Leistung, eine unglaublich gute Grafik. Er hat LED-Scheinwerfer, aber echte LED-Scheinwerfer, also richtig gut gemacht. Und das sind so Modelle, die hat keiner auf dem Zeiger, weil sie alle immer mit wie die Herde mit den Schafen rennen, ist ja so. Und ich mag das nicht. Ich mag auch mal Modelle angucken, wo ich sage, ey, das ist geil. Das JD-Pack von Blue Eye, das mit den kleinen und mittleren, unglaublich gute Grafik. PC wie Konsole, richtig gute Grafik. Und da hast du da von Haus aus 6 ERs und 8, 7 ERs drin, die du komplett benutzen kannst, wie du willst. Aber das gucken die Leute nicht. Die Leute gucken nur noch nach, also Karten, nur noch nach bestimmten Moddern. Und alle anderen Modder dürfen keine Karten machen. Ne? Überall nur noch schlechte Bewertungen. Hauptsache mein Modder, der kriegt die beste Bewertung. Ja, aber das Problem ist bei so einer Scheiße, und das kann jeder hier bestätigen, das kann man natürlich in einem LS-Teil machen. Im nächsten LS-Teil sagen sich viele Modder, ich mache nichts mehr. Ich habe da keinen Bock drauf, auf diesen Hate und dieses, ich kann den Limit nicht halten, weil, oder dies und das. Die haben halt, machen die Karte halt alleine. Und nicht mit 8, 9, 10 oder 12 Leuten. Das wissen ja die meisten nicht. Die meisten denken immer, das macht der ganz alleine. Nee, gar nichts. Jeder hat hier ein Team. So, und deswegen, naja, aber was soll ich sagen? Ich liebe die Optum. Das Ding zieht alles. Das zieht alles durch. Aber wie gesagt, ich bin da auch immer ein bisschen sehr hart im Ausdruck. Und viele Modder fühlen sich dann angegriffen, weil die sind ja sehr, ja, muss man sagen, sehr weich alle. Ne? Die sind ja sehr sensibel. Also wenn du sagst, geilste Karte hast du, dann sind sie die geilsten, aber machen Herzchen und aber wehe, du sagst denen, deine Karte ist der letzte Schmutz, dann ist das Geheule riesig. Und dann holen sie sich erstmal Verteidigung. Ne, wir hatten das ja mal im LS19, warum zum Beispiel hinter Kaifleck von Bernie nicht für die Konsole kommt, weil es ja machbar wäre. Nee, warum soll ich für Konsole bleiben? War hier im Chat und dann kamen hier noch 5000 andere Freunde von ihnen rein und haben hier den Affen gemacht wie im Kindergarten. Da habe ich gesagt, was soll das denn? Aber auf eine normale Frage, verstehst du? Auf eine normale Frage, wäre es für Konsole möglich? Aufgrund MB-Wehr, Gebäude? Nee, haben wir keinen Bock drauf. Jetzt ist es natürlich zum guten Ton, weil Downloadzahlen bringen ja Vorteile, bla bla bla. So, es gibt so viele Sachen, die schön sind. Und dann kommt irgendwie M47 Studio hier rein, ballert so eine Karte raus und zeigt, es geht. Es geht alles, wenn man will. Ohne Mods, eine Karte, die unglaublich schön ist. Ja, aber das Problem ist, diese Kooperation mit 12 Leuten auf einer Karte, da hat der eine dann noch einen Mod bei ModHub drin. Du, kannst du den irgendwie mit einbauen? Dann habe ich auch noch mal ein paar gute Downloadzahlen. Ja, mache ich doch gerne, ich bin doch dein Bro. So, ist denn aber irgendwann mal Stress im Paradies? Was ist dann? Ja, dann sagt der eine, ja, ich mache nur noch einen Mod für mich alleine und ich mache alles nur noch alleine, weil ich muss ja jetzt noch an meinen Kollegen Geld abgeben, weil ich ja hier die Lorbeeren pflücke. Naja, dann mache ich das alleine. Die sind dann zwar nicht mehr so gut, die Karten, aber ich habe ja meine Fanbase-Gemeinde und die holt schon die Downloads zurück und das passende Geld für mich. Und dann dreht sie alles nur noch um Downloads, Geld und Bewertungen. So, und wenn man so weitermacht und jeden Modder, der gerade neu angefangen hat, schlecht macht mit der Bewertung, dann wird im LS25 gar nichts mehr kommen. Und immer nur die gleichen Karten. Es ist zum Beispiel, viele sagen auch zu mir, ja, Alt-Teiche oder Alt-Leiche oder Alt, ach, keine Ahnung, die von Kalle. Freust du dich darauf? Habe ich mich nicht befasst mit der Karte, bin ich ganz ehrlich. Ganz, ganz wenig. Ich habe Fotos gesehen, ja, ich habe auch Fotos mal gepostet. Ganz wenig. Warum? Ich habe keine Lust, mir die Scheiße vorher irgendwo bei YouTube anzugucken. Tausendmal, dann brauche ich sie nicht mehr spielen, weil ich habe doch alles schon gesehen. Ist das so? Warum soll ich sie mir, ne? Bei der Karte hier, da waren vier Franzosen, die haben die Karte gezeigt. Das ist natürlich beim deutschen Markt nicht auf dem Zettel. Und das war das Gute. Deswegen ist sie so eingeschlagen wie eine Bombe. Elerbach zum Beispiel kann ich spielen, könnt ihr, also die Konsolenspieler, nicht spielen. Aber Elerbach komme ich in so einen Rhythmus rein, was gut ist, in den Spielrhythmus, aber ich krieg auch langsam keinen Bock mehr wieder auf die Karte. Ich bin zu schnell durch. Das heißt, ich müsste ganz umdenken, immer kleiner werden mit den Maschinen, immer kleinere Höfe oder auf mega schwer spielen, weil die Karte habe ich zu schnell durch.
du hast ja nicht mehrere Höfe, die du denn kannst ja nicht erwirtschaften, um zu sparen, um einen anderen Hof zu kaufen. Der andere Hof ist auch Kuhhof, was soll ich da kaufen? Verstehst du? Und deswegen, Ederbach, touch mich nicht mehr. Ich fahre auf der Karte 924 200 von Bayern und 512 125 von Cayman. Ja, den 125, also den von Cayman habe ich wieso drauf, der ist astrein, Konsole wie PC, beste Grafik, ist so, der ist einfach geil. Und der 924, den hatte ich ja gestern, aber ich habe hier getauscht, aber das Tauschen bereue ich gerade. Ich kuppel mal ab und fahre mal zum Shop hier, der geht mir auf den Sack. Ich habe hier die ganze Zeit Tonprobleme. Der hat irgendwo ein Soundmodul, was mir hier auf den Keks geht. Konsole, was los? Der Case von Bueno, ja natürlich. Findest du unter mittlere Traktoren, ziemlich weit unten, ist von den Modder Bueno, B-U-E-N-O, kannst du auch gleich so eingeben. Und klar ist der für, falls du jetzt mich meintest. Namen Lutz, moin Lutz. Lutz, Case, IH, Magnum 340, 400, Sonderausgabe. Achso, ihr redet von was ganz anderem. Schon gut, ich bin wieder raus. Oh ja, der Zaun ist besser. Du meintest Interaktivkontrolle. Ja, ja. Benutze ich zwar, muss aber sagen, Simple IC hat ja auch einen gewissen Vorteil. Wenn sie sagen, also alt, nee. Simple IC, ich kann es dir ja mal zeigen. So, ich mache das an, hast erstmal hier 1000 Einblendungen, ne? Das sieht ja katastrophal aus, aber gut, ist Geschmackssache. Ne? Und jeder übertrumpft sich mit den anderen, wie viele Einblendungen, und dann kannst du hier nochmal einen Schalter und da, wofür? Benutzt du doch wieso nicht? Weil wenn ich jetzt hier sage, okay, ich mache jetzt das Schiebedach auf und dann mache ich nochmal die Frontscheibe auf. So, und dann mache ich dann nochmal hier das Licht an der Seite. Ach, hier an der Seite könnt ihr auch nochmal ein Fenster auf. Ja, und dann mache ich hier oben die Rundumleuchte an und nochmal das Licht extra an mit dem Controller. Dann kann ich hier meinen Gashebel machen, da habe ich ja jetzt auf Tempomat. Ne? Aber den könnte ich ja wieder ausstellen. So, dann mache ich mal die Lehne hoch beim Aufstehen und dann muss ich ja eigentlich das Lenkrad hoch machen und dann erst die Tür. So, beim Einsteigen. Verstehst du? Und dann sagst du, ja, und wo ist das Problem? Das macht keiner. Also ich habe noch keinen einzigen Realistic Gamer gesehen. Nicht einen. Nein, sagt ja, der und der macht. Nein, auch die Twitch nicht. Habe ich alles angeguckt. Keiner spielt zu 100% im Fahrzeug realistisch, so wie es sein muss. So, und jetzt achten wir mal auf das Wichtigste. Jetzt fahre ich und will mir nochmal die Landschaft draußen angucken und gehe rein. Es ist ausgeschaltet. Richtig? Und das hast du bei Simple IC nicht. Da kannst du rausgehen, rein und es bleibt immer noch an. Du musst nicht extra wieder auf den Knopf drücken, um es anzuschalten. Das ist alles Fimmel, Fick, Fummel, Kacke. So, und deswegen ist dieser ganze Kram, das selbst Maus-Control besser als das hier. Aber gut, du kannst das natürlich anders belegen, aber wir reden immer von der Grundeinstellung. Ne? Immer von der Grundeinstellung. Ja, der nervt mich hier total, da ist ein Zaunfehler drauf. Ist nur ganz leicht zu hören. Ist ein Knacken, aber das macht mich wahnsinnig hier. Wir gehen mal kurz raus. Ich hole mal rein. Joel Rasilina oder irgendwie sowas. Moin. Ich fahre 6 Jahre, den hole ich gleich wieder. Chefin, die Schokohasen ist schwer beschäftigt, nicht vernascht zu werden. Chefin, die Schokohasen sind alle schwer beschäftigt, nicht vernascht zu werden. Von wem redet sie? Ja, die meisten haben das ja schon. Also das ist das Bayern Agapäck. Dann sagt er, sein normales Fahrzeug. Kannst du färben, hast du Black Deck, Frontscheiben, da kannst du so viel einstellen, das wissen bloß die meisten nicht. Ja. Ja, ist ja gut. Genau wie das Frontlader-Pack. Alle sagen immer so, bei dir gehen die Türen und Fenster nicht auf Konsole. Ihr müsst von Bayern gerade das Frontlader-Pack runterladen. Dann öffnet sich auch nichts mit Türen oder so ein Scheiß. Moin, Paddy, Maria, schon lange ist da. Christian Sattler, moin, moin. Grüß dich. Heaven, da gibt es Case mit 800 PS. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Paddy, es ging nur ums Liken. Liken, ja, alles gut.
Bin immer so bei 190, zwar als Lütten 100 und 145 PS. Aber es kommt auch darauf an, wie du spielst und wie die Maschinen ausgelegt sind, ne? Da ich ja den Flug habe, der 450 PS braucht, aber aufgrund der Umgebungslandschaft brauche ich das nicht. Steht ihr? So, geschippt. Reicht, reicht. Ja. Ja. Gut, hier hast du keine silbernen Felgen, ist auch nicht so schlimm. So, jetzt hüpfen wir mal bei den im Peter Pan rein. Das hört sich da, die Sitzposition ist auch besser, wie man sieht. So, jetzt hast du ja Zimmer-IC an. Gehst raus, gehst rein, es bleibt auch an. Das ist sehr schön. Auch keine 1000 Knöpfe, nur das, was wichtig ist. Oberdach, Tür, Lenkrad, Scheibe, Heckscheibe. Und auch keine massive, zu dolle Tonveränderung. Bei einigen von Schnibbel ist der Ton so laut. Zum Beispiel der 728er ist auf der Konsole so laut, auch auf dem PC weiß ich, aber Konsole sehr laut, dass das Spielen gar keinen Spaß macht. Aber gut, ich möchte ihn aber trotzdem optisch jetzt nochmal so schnell haben, wie ich ihn vorhatte. So. Der Sound. Ja, die brauchen wir natürlich jetzt nicht dauernd, ne? Aber ist auch nicht so schlimm mit diesen runden Dingern. Zimbel-IC finde ich immer schöner von der Optik mit dem Kreuz. Ist so. Ja, die Leistung brauche ich von denen hier. Für den Flug, den großen. Sonst würde ich, glaube ich, den 800er nehmen. Der ist auch gut. Klein, Maximum, Mittel, da reicht der 480. Ja. Ja, für meinen Flug jetzt nicht, aber. Wobei, ich habe ja gesagt, der Russell Mash, den es für den deutschen Markt gibt und auch für den französischen Markt, also auch für hier, den nehmen zum Beispiel viele nicht. Ich mag den, der ist sehr langsam, ich weiß, aber der hat Leistung. Ist natürlich knickgelenkt, der ist aber gar nicht so riesig. Müsst ihr ja mal ausprobieren. Von Original Giants. Aber so, er da in der Kamera rein meinte, ja, weil hier, wie heißt das? New Holland oder Class sind alle so groß, gibt es nicht mehr mittlere Maschinen, so wie diese Youngtimer Class. Aber von Giants, und das ist der Russell Mash. Ist natürlich nicht von Class und ist ein Giants-Produkt. Ja, aber zeige ich gleich. Gibt so viele schöne Fahrzeuge. Man muss sich damit nur beschäftigen. Und mit Festo und ich hatten ja das Thema mal in irgendeinem Stream. Da haben wir uns um LS-Produkte von Giants diskutiert und haben gesagt, er meinte, gibt es denn viele Fahrzeuge auch mit der Färbung? So, du kannst hier sehr viele Fahrzeuge färben, auch von Giants. Du kannst sehr viele Fahrzeuge umbauen von Giants. Das wissen die meisten nicht. Auch Maschinen umbauen. Du kannst Gebäude natürlich färben und so, das ist ja klar, das ist ja normal, das wissen aber auch nicht alle. Dann kannst du Kollisionen freischalten, das wissen auch nicht alle. Du kannst sowas ähnliches wie Manure-System verursachen, aber da musst du das Pump and Houses haben für. Aber es geht, du kannst da so ein bisschen flunkern mit Manure. Dann, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Und auch zum Beispiel die Gabel, die Lexi vorhin meinte, ne, wo er meinte, ja, ich muss das Strohbarrel runterladen, weil ich will die Gabel haben für die Quaderbein-Transportkram. Ja, das ist aber genau gesehen diese Gabel hier. Und die ist original im Spiel. Klar, die Gabel vom Stroh-Addon, die greift natürlich mechanisch richtig schön ein und das sieht optisch schön aus. Aber jetzt vom Grundprinzip mir extra einen Mod runterzuladen? Nee, dann kann ich auch die nehmen. Die hier ist eine Quaderbein. Die ist 1 zu 1 identisch. Ne? Ist einfach so. Ja, und solche Sachen hast du natürlich auf anderen Gebieten auch. Ne? Hier. Maromag Industries. Die Gabel funktioniert für Telelader. Es ist alles im Spiel drin. Es ist wirklich so. Ne? Quaderbein kannst du auch hier mitgreifen. Ne? Die kannst du natürlich dann auch wieder färben. Ne? Oder hier, und dann kannst du Adapterstücke gibt es und die meisten Leute wissen das einfach nicht, die befassen sich da gar nicht so mit, ne?
So. Aber erstmal hier kurz weiter zu denen, wo wir fertig werden hier. So Leute, ich bin ja mal weg, vielleicht bis später. Jupp, Drift King. Tschu-tschu. Ja, das reicht mir auch mit Zimmer. Ja, ich habe da natürlich den anderen Schrott mit drin, ganz klar. Aufgrund einiger Fahrzeuge wird es einfach nicht anders zu schalten ist, weil sie kein Simple haben. Aber ich bin auch schon am überlegen, ob ich einfach mal irgendwann massiv ausmiste. Gut, das Easy-Control-Gezumpel hier, was ich habe, wo ich eben schnell mal einen Träger dreckig gemacht habe, das benutze ich sehr viel, auch bei Bauen und so. Das ist unglaublich wichtig für mich. Aber, also jetzt gerade bei Bauen und so, ne? Aber Simple IC reicht mir persönlich aus und ich finde, es ist mit den Kreuzen, ne, wenn ich jetzt so schnell gucke, achtet ja kein Mensch drauf. Verstehst du, was ich meine? So kann man das sogar anlassen. So, also ich bin der Meinung, das könnte man anlassen. Es sind zwar Kreuze symbolisiert, aber es ist nicht penetrant aufdringlich. Verstehst du, was ich meine? Bei den anderen, das kannst du nicht anlassen. Da wärst du ja immer ein Wahnsinnig von. Da denken die Leute, mach mal dieses unrealistische Scheiße aus. Ja. Aber diese ganzen Funktionen, das benutzt doch gar keiner. Weniger ist mehr. Und wir wissen ja, für die, die LS zocken oder generell Landwirtschaft zocken, so wie ich, Cattle and Crops, hatte so viele Funktionen, dass die Leute gesagt haben, ist schon cool, aber nervig, weil das einfach überladen ist. Und sobald ein Spiel eine Karte mit tausenden Mods, tausenden Sachen überladen ist, sagen die Leute, coole Karte spiele ich aber nicht, weil ich möchte Landwirtschaft spielen. Ich möchte nicht zum Produktions-Ikon werden. Und das verstehen auch viele Modder nicht. Die hauen da so viele Mods rein. Die Leute sagen, will ich nicht. Ich will sowas hier. Oder früher Geiselsberg unter Kiesbach oder die alte Ellerbach mit mehreren Höfen mit verschiedenen Tieren. Das wollen die Leute. Nicht, das will ich. Mir ist das scheißegal. Ich kann auch eine Originalkarte spielen. Ich brauche diesen ganzen Scheiß nicht. Aber ich höre ja drauf, was die Community sagt. Und das ist out. Tausende Mods rein. Aber irgendwann, wenn die Modder das schon verstehen, wenn die Downloadzahlen runtergehen oder die Bewertung und dann sagen sie, oh, ich mach nichts mehr. Und dann werden sie wieder mucksch und dann muss man sie wieder streichen und blasen und ah, nee. Kein Bock drauf. Ich bin jetzt raus, komm nachher nochmal rein. Jo, Matthias, alles gut. Alles gut. Gut, wenn ich denn noch da bin. Ne? Soll ich heute Frauenfußball oder ist nie ein Spiel? Quatsch. Na Spaß. So, aber trotzdem können wir es ausschalten. Hat Ausschaltung zum Beispiel, das fühle ich ein bisschen mehr. Um einfach ein bisschen mehr vom Bild zu haben. Arena, wie geht es dein Chat im Moment? Wird? Arena, wie geht es dein Chat im Moment? Hä? Keine Ahnung. Helfen, woher weiß ich, ob alle angezeigt werden? Steht unten im Vormenü. Lutz. Alle blablabla anzeigen und wenn du das anhast, dann wird es nicht mehr angezeigt. Alle Mods anzeigen und wenn du alle Mods anzeigen drückst, dann steht da gar nichts mehr. Kannst du mit den linken Pinnibel R3 kannst du das an- und ausschalten. Mit alle Mods. Ich finde krass, wie viele tatsächlich ohne Mods haben. Du wirst lachen. Ich habe hier mal schon ein bisschen länger her eine Frage gestellt. Ich so, was für Mods habt ihr drin? Da haben einige geschrieben, gar keine. Jetzt kommt das Witzige. Und da habe ich gesagt, was für DLCs? Und da haben viele geschrieben, gar keine. Die spielen nur mit dem Originalspiel, weil sie nur die Karten. Und dadurch ist es schwerer und deswegen spielen sie auf einer Karte länger. Und das ist auch eigentlich das Geile daran. Spätestens wenn du Autolot drin hast oder so ein Müll, dann bist du schnell fertig und der Spielspaß geht flöten, weil ich finde, gerade auf den Anhänger raufstapeln ist viel cooler. Und Rundball, mega. Hier im Chat, Hand auf Herz, wer hat keine Mods ohne Karten? Ja, Karten kannst du ja nicht mitrechnen, aber reine Mods-Dings haben wir gesehen. Kadi, ich? Ja, manchmal kommt das bei mir auch vor. Also die ersten zwei Streams hatten wir hier keine Mods drin. Marina spielt auch ohne Mods, ja.
Hat zwar Mods, glaube ich, aber spielt ohne Mods, ne? Naja, die Kartenzusatzmods, das ist ja nicht die Frage. Manfesto hat gesagt Traktoren, Maschinen, aber du spielst ja mit Original. Ja, Marina spielt mit dem, was Shines vorgibt. Sie braucht keine Mods. Weil Mods machen immer irgendwo auf irgendeiner Karte, auf irgendwas immer Probleme. Wenn der Modder sagt, meine Mods sind safe, ja, ist ja schön, aber die Karte muss ja nicht safe sein. Deswegen ist immer das Spiel mit den Original tausendmal geil. Und man sieht das hier bei mir, viele sagen, wo hast du den Graschnader her, wo das, das sind alles Originalsachen. Bei mir dreht sich das nur um Traktor und vielleicht Mähdrescher, aber ich sonst brauche ich nichts. Ich, Investor, mein Neffe Ralf, wir spielen nur mit DC. Ich habe Mods, aber nur Träger bzw. Anhänger, mehr auch nicht. Ich habe hier Träger und Mähdrescher dran. Das war's. Alles andere brauche ich nicht. Ich habe 400 Rounds. Schämen, ja, du solltest dich schämen. Da kommst du hier nicht auf Ansage. Ja, weil du sie nicht brauchst. Brauchst definitiv keine Mods. Das sagen dir vielleicht irgendwelche anderen YouTuber, ja, du musst das haben, du musst das, ja klar, weil die natürlich ihren Freund die Downloadzahlen hochknallen wollen. Brauchen tust du gar nichts hier im Spiel. Das, was Giants macht, ist ja gut. Viele sagen ja auch mal zu mir, du meckerst über Giants, aber sagst, das, was Giants ist gut. Nein, über den Community Support für Partner meckere ich. Alles andere, ich bin zufrieden. Bin sehr zufrieden mit dem, was Giants macht. Ich könnte auch zum Beispiel nur die Originalkarten spielen, aber das mag die Community hier nicht. Ja, ich könnte zum Beispiel sehr gut die polnische Karte spielen. Ich würde mir auf Ehrengrad einen Großhof bauen und so. Ja, ist so. Oder einen Berghof, wie auch immer. Ne? Aber ich könnte das, aber ich muss das nicht zwingend. Ja. Aber wer weiß, vielleicht hat ja Giants im nächsten LS eine Karte dabei, die, wo man sagt, boah, cool, da könnte man länger was reißen. Und dann bleiben wir da auch drauf erstmal. Bis alle Karten durchgeupdatet sind. Ja, ihr wisst, wie ich meine. Ja, ist so. Also wenn die Karten gut sind von Giants im nächsten Spiel. Also Frankreich habe ich nicht so gefühlt. Elm Creek, ja, die mache ich ganz gerne. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Schön groß, schöne Optik. Klar, in der Stadt könnte hier und da mehr sein. Aber man darf nicht vergessen, die Karten müssen auf Konsole laufen. Deswegen ist es weniger. Aber beim nächsten LS sind die neuen Generationen der Konsole. Und da könnte es natürlich interessanter werden. Liegt aber auch daran, dass die im Spiel nicht vorhanden sind. Was liegt aber daran, dass im Spiel nicht vorhanden sind? Was ist im Spiel nicht vorhanden? Doch, der eine oder andere, da bin ich gleich glücklich. Ich auch nicht. Vor zu Paddy im Check gekommen, habe ich nicht mal gewusst, dass es einen Karten runterziehen kann. Ja. 12 Mods, nur Trägermaschinen, natürlich diverse DLCs, so wie du. Ich habe ihn gefunden, aber kein Original, sondern Mod. Ja, ja. Achso, ich wollte den Rossel Mash. Den spielt hier so gut wie keiner. Da denken alle immer so, oh, diese dicken Reifen brauchst du ja nicht. Gehst auf Condi, gehst nach rechts, hast die dünnen normalen. Frontgewicht, 12,8 Tonnen, 375 PS. Kann ich den mieten? Ich miete den mal kurz. 12,8 Tonnen, da sagen viele. So. So. Wird in Mecklenburg gefahren und in der ganzen EU. Ist natürlich ein Knickgelenk. Wenn du aber drin sitzt, ist unwichtig. Sitzposition und Größe, Übersicht enorm. Schaltet, ja. Doch einen schönen Sound. Ich weiß nicht, wie der aussieht, wenn er später alt wird. Können wir ja mal gucken. So, so sieht er denn aus, wenn er vermodert ist. Hat schön Turbolader. Alles ist sehr detailliert, wie ihr seht, dargestellt. Selbst unter der Motorhaube der Luftfilterkasten. Seht ihr das? Alles. Aber den zum Beispiel spielt fast keiner, weil sie sagen, er ist mir zu amerikanisch. Den gibt es, den habe ich in 1:1 gesehen, so wie er hier ist, in Mecklenburg. Und damit kannst du, der fährt Bus nicht schnell. Ich glaube 30 oder so, ich kann ja mal gucken. Hat ja einen Digitaltag da unten. 26 oder 30, ich muss mal gucken. Ja, ist natürlich ein Vieh, ne? Ihr seht 26,9.
So, aber er fährt. Hat Flutlicht, oben sind die Blinker und so, alles klar. Und viele haben gesagt, ja, New Holland und so ist zu groß. Ja, natürlich sind die zu groß, ne? Also wenn ich mal überlege hier, die großen Knicklenker hier, das ist mächtig. Das benutzt du nicht, erstmal kriegst du das Geld, auch der Klaas, selbst der ist so groß. Der hier ist aber nicht groß. Den hier zum Beispiel kann ich immer gerade wärmstens empfinden, wenn man sehr große Gruppe und so ein Scheiß, ne? Aber spielen die meisten nicht. Die wollen das, was sie bei YouTube sehen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ist auch alles schön und gut. Aber brauchen tust du es nicht. SH Play, moin. Auf Erlengard habe ich einen Hof nachgebaut von dir. Nur mit Originalgebäuden. Da habe ich schon einige hundert drauf. Das Gute bei den, wenn du zum Beispiel einen Speicherstand hast. Und du hast ja 10 Speicherplätze. Jetzt auf Konsole, PC, mehr. Aber jetzt gehen wir mal von den Standard 10 aus. Du nimmst auf den 10. Speicherplatz die Ehrengrad, baust dir einen Hof, ne, mache ich auch gerne, das sind meine privaten Spielstände. Bau mir einen Berghof mit Berg und Tal und Kies und hab nicht gesehen und diverse Tricks, wie man, ne, ihr kennt mich ja. Dann baue ich mir das fertig, färbe die Gebäude ein, mach dies und das und Shishi. Und dann spiele ich da für mich privat, weil ich für mich brauche diesen ganzen Scheiß nicht. Oder die Elm Creek, schöne Ranch bauen. Und so, das macht schon Spaß. Bloß das Witzige ist, und also wenn ihr sagt, ich brauche keine Mods, nicht zwingend, aber ich habe sie ganz gerne drin. Wenn ihr ein Mod, ich nenne das mal Mod-Suchtproblem habt, findet ihr am besten raus. Ihr nehmt eine Originalkarte, baut euch einen Hof und alles. Und sobald ihr euch beim ersten Mal erwischt, wo ihr sagt, oh, ich könnte ja jetzt diesen Mod hier nehmen, dann könnte ich mir das ja einfacher machen. Dann wisst ihr, dass ihr da ein Problem habt. Du kannst natürlich Mod bescheißen, klar. Es gibt diverse Mods, die habe ich ja schon gezeigt, die nimmst du mit rein, baust dir deinen Hof, alles drum dran, speicherst, gehst raus aus dem Spiel, nimmst alle Haken und Mods, schmeißt du wieder runter. Sie bleiben aber trotzdem auf der Karte, das wissen ja die meisten gar nicht. Gibt's Mods, die kannst du reinnehmen, machst alles schickisch hier und richtig geil und original Straßen und Dreck und alles was, ne, ist ja so. Und dann gehst du raus, schmeißt alles runter und es bleibt aber trotzdem auf der Karte. Das wissen die meisten nicht, die bauen und auch nicht bei YouTube sind. Auch die Konsolenspieler nicht. Und so baue ich ja meine Karten, wo sie teilweise sagen, wie viele Mods hast du verbaut? Sag ich, wenn ich Mods drin habe, ein. Dann sagen alle, ein Mod und dann sieht der Hof so aus und wie hast du denn das bitte gemacht? Wenn du es nicht weißt, dass es geht, ne, ist so. Aber wer hier oft schaut, weiß genau, wie der Hase funktioniert. Sollten uns aber noch mal um das Thema kümmern. Einzelkornmaschine. Aber erstmal pressen. Ich weiß gar nicht, wo habe ich eine Presse und was für eine Presse? Habe ich überhaupt eine Presse? Ich fähr gerade ein, ich habe den Tiefenlocker noch, der muss weg. Hier, das ist ja vom letzten DLC. Ach, die habe ich, okay. Ja, eigentlich schaffen, ne? Geht mal von aus. Eine blöde Frage. Das gibt's nicht blöd. Es gibt nur blöde Antworten von mir. Manche Farmhäuser haben ja einen Kuhstall drin. Ja, laufen da Kühe auch raus aus der Weide, wenn die Tür auflassen? Nein. Wenn die Kühe drinnen gespawnt werden, also wenn du sie kaufst und die sind drinnen, bleiben sie auch drinnen. Das ist. Oder halt auf der Weide, aber nicht beides. Das funktioniert bei einigen Gebäuden, ja. Dann muss aber der Stall und die Weide miteinander verkoppelt sein. Also nachträglich reinbauen und so ist nicht. Das Einzige, was es gibt, ist das manuelle Farmpack oder so heißt das. Das ist so eine Kuh auf dem Cover, auf so einem weißen Hintergrund. Da hast du einen Stall, den du färben und umbauen kannst, wie du willst. Aber, jetzt kommt das Aber, du kannst die Weide bauen, wie du willst. Und da laufen sie von draußen nach drinnen, drin nach draußen. Das ist aber ein Mod, aber bei Original nein. Stefan W., wo Stefan W., kann ich nicht sehen. War der nicht krank? So, jetzt mein. Ah, okay. Brav Jungs, mein großer Adel noch
der Mittler hat noch Berufsschule. So dumm wie Bärenarsch hier bei mir. Ja. Er dürfte sie ja eigentlich jetzt nicht wickeln, ne? Gucken wir gleich mal. Ein schöner Sound. Gerade wenn man auf Last ist, so berghoch oder so, ist das geil bei denen hier. Ja, lag aber am Fan, weil Soundproblem, was ich sonst gehört habe, höre ich nicht mehr. Boah. Was ist? Hingestellt. Ja, hatte ich doch. Da, nee, keine Ahnung. Schön ist das. Schön macht er das. Ja, die Göber ist Porno. Ja, eine Porno. Eddie, wie findest du das neue DLC-Land? Okay. Haben uns gestern unterhalten und gestern gab es auch einen Post von mir, das habe ich natürlich wieder gelöscht. Weil ich muss ja nicht dauerhaft irgendwelche Werbung machen. Ein Video dafür machen finde ich lächerlich, das ist nur wieder Clickbait. Ja, ich habe eine Umfrage gemacht in der Community, die finden das alle nicht besonders gut, ganz im Gegenteil. Weil das ja auch nicht mehr im Pass enthalten ist, das ist ja wieder Geldmacherei. Für 7,99 wieder günstig, aber die Gebäudeproduktion, welcher YouTuber oder Spieler, außer er ist 12 Jahre alt, spielt Produktion im Dauerbetrieb, verstehst du? Keine Ahnung. Ich habe gesagt, wir gucken uns das an. Also ich kaufe es ja. Konsole, PC, so oder so, kennt mich ja. Wir werden das testen, aber ich bin jetzt nicht von angetan, aber wer weiß, vielleicht sind da ja irgendwelche Sachen drin, wo ich sage, wow, geil. Ich bezweifle es aber stark, bin ich ganz ehrlich zu dir. Kann man heute in keinem Master dazu ein Video? Nein. Steven, like ist raus, danke schön. Ne, mach ich nicht. Habe ich vorhin schon erklärt, warum. Muss nicht von jeder Karte ein Video machen. Wenn ich die Karte nicht fühle, mache ich kein Video. Ne? Wenn ich eine niederländische Karte habe, die angeblich Nachbau sein soll, habe aber Erlengrad Hintergrund, dann fühle ich das nicht. Und die anderen Karten sind nicht für die Allgemeinheit, aber die sind auch so schlecht, dass sie für die Allgemeinheit uninteressant sind. Und daher. Ja, ich pick mir ja nur das raus, wo ich sage, okay, das ist cool oder das ist einfach mal die Rede wert, verstehst du? Aber nur auf Krampf eine Karte auf einen glatt geschobenen Ehrengrad-Feld zu machen, den Hintergrund nicht zu ändern und zu sagen, das ist eine niederländische Karte, nein. Dafür gibt es andere Leute, die von jedem Scheiß ein Video machen, das muss ich nicht machen. Muss man mal bei YouTube eingeben, da wird bestimmt eher einer sein, der wieder auf Klicks aus ist, da wirst du schon was finden. Karten, die ich gut finde oder wo ich hinterstehe oder die interessant sind, da mache ich Videos oder Livestreams von. Kannst du auf meinem Kanal auch sehen. Ja, oder wenn ich sage, okay, die Karte ist interessant, schaue mir die im Nachhinein an und frage mich, warum die Bewertung so schlecht ist, weil sie doch eigentlich gar nicht mal so schlecht ist oder top verarbeitet ist, weiß ich mal, dann gibt es auch ein Video. Wobei Mecklenburgische Seenplatte hat ja ein Update bekommen, mit, ist ja jetzt auch eine mit 1000 Mods runterladen Karte geworden, daher für mich nicht mehr interessant. Aber was mich so ein bisschen irritiert ist, wir hatten ja ein Safe Game rausgebracht, was ja mehrere tausend Aufrufe und Downloads hat in dem Safe Game Bereich.
wo wir umgebaut haben mit Hector-Gebäuden. Und jetzt auf einmal kommt ein Update mit Hector-Gebäuden. Da habe ich gesagt, oha. Das ist ja merkwürdig, habe ich mir gedacht. Aber sobald eine Karte anfängt, auf die gleiche Schiene wie andere zu laufen, fühle ich das nicht mehr. Wobei die Mod-Zahl noch in Ordnung ist, sagen wir mal so. Aber ich gucke sie mir immer demnächst mal an, weil der eine oder andere gefragt hat. Die Karte sieht auf den Bildern schon komisch aus. Deswegen frage ich ja, weil du zu 99% nur gute Karten zeigst. Nee, nicht nur. Also wenn da eine Karte zwischen ist, die einfach Schmutz ist, wo ich sage, was soll denn der Müll, dann mache ich davon auch ein Video, weil ich mich einfach frage, was soll denn das jetzt? Aber grundsätzlich mache ich nicht von jedem Scheiß und 99%, nee. 50-50, also es muss mich touchen und ich mache Videos auch nur so, nicht weil ich davon überzeugt bin, sondern weil ich weiß, dass das gut für die Community ist, um den Tellerrand zu erweitern. Ich gehe eigentlich da, also ich mache eigentlich grundsätzlich alles für meine Community. Aber ich mache gar nicht so viel für mich. Also wenn ich für mich machen müsste, würde, ja, dann würde es jetzt von der Ilerbach, wird es jetzt schon ein Bauvideo geben, dann wird es noch ein Safe Game geben und dann wird es das noch geben und dies und das und das und dies. Wenn ich jetzt auf Klicks aus bin oder irgendein Scheiß, weißt du? Gibt es aber nicht. Warum? Weil es nicht für alle die Karte gibt. Sobald sie für alle gibt, kann man das ja ändern, aber so haben 70% meiner Community, Konsolenspieler, haben nicht die Möglichkeit, die Karte zu spielen. Finde ich ein bisschen unfair, wenn ich da den großen Bastelaffen mache und die sagen, ja toll, das bringt mir nichts, ich habe die Karte nicht. Meine Prioritäten bei YouTube sind ein bisschen anders wie bei anderen. Ja, wobei ich schon mal überlegt hatte, wobei vor 3 Monaten also habe ich gesagt, ich würde gerne mal Niemandsland richtig was Geiles bauen, Tirol oder irgendwie sowas. Habe ich bei YouTube heute gesehen, gleich mal nach GF. Dann hatte ich ja gesagt, ich spiele ETS oder ATS, wo ich auch nach GF, das ist ja ganz schlimm bei YouTube. Habe ich Ideen und andere haben keine Ideen mehr und waren wochenlang nicht da. Auf einmal kommen sie mit den gleichen Ideen und bauen das identisch. Ja, da denke ich mir so, okay, brauchst du auch nicht mehr machen. Wobei Niemandsland irgendwas Geiles, das mache ich vielleicht noch. Ja. Das können wir dann live bauen oder live Safe Game, mal gucken, aber ist auch egal. Oh, Deutsch schreiben war schwer. Ja, das war, hat mich jetzt auch schon wieder irritiert, aber ist ja nicht so schlimm. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich mache auch Fehler, alles gut, muss man wieder machen. Bin auch nur ein Mensch. Die bekommt ein Update, ja, weiß ich. Die haben auch den Händler umgebaut, so jetzt keine Rübenroder Gebäude hängt. Ja, ja, jetzt müssen sie nur das DSC noch rausnehmen. Und so die Dekoration sich wirklich entfernt, wenn man selber bauen will. Und dann wird die Karte auch wieder ein bisschen trappen. Aber der erste Hintergedanke vom Modder, dass er Gate und hier Link und, ne, ihr wisst, wie ich meine, hat eigentlich die Karte schon rausgeschossen. Das hätte von vornherein anders sein müssen. Aber gut. Wie gesagt, ist auch nicht mein Problem. Gibt's auch kein Video mehr zu. Thomas F. Moin Moin, grüß dich. Schönen Abend wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Also Projekte und Produktion bzw. andere Fruchtsorten und Wege hier gehen, das ist schon hart geil hier auf der Karte, ne? Also, das hätten sie bei der Ederbach auch mal reinmachen sollen, Multifrucht oder so. Oder auch mehr Charme, wenn sie schon so viel umbauen. Schon cool gewesen. Ja, keine Ahnung, von euch hat ja einer gesagt, bei Facebook stand, jetzt kommt sie nur noch für PlayStation 5 und nicht mehr für die Vierer. Also die Aussage, die vorab gepredigt worden ist für alle, ist ja dann nicht mehr rechtens. Ist das nach wie vor so? Hat da noch einer was von gehört? Weil wie gesagt, ich gucke bei den ganzen Kanälen nicht mehr. Ich informiere mich nur noch für Sachen, wo ich sage, okay, das könnte starke Interesse haben, so wie Deutschland für LS25. Minus Z plus T, wovon schreibt ihr denn da für ein Scheiß mal? Was macht ihr denn da? Ich muss jetzt mal etwas trinken. 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Roll das Fass mal hinein. Ich trinke mal. Ich bin im Vereinslokal. Na, ist gut. Alles gut. Das kenne ich selber mal ein bisschen Klönschnack. Ich habe kein Facebook. Ich habe meins auch gelöscht. Zwar wird der Account ja immer angezeigt, auch wenn er gelöscht ist angeblich, aber ich bin bei Facebook nicht mehr. Bin nirgendwo. Instagram ist gelöscht. Twitch ist gelöscht. Alles ist gelöscht. Naja, wobei Twitch hat Marina als Twitch. Oder bei Twitch. Aber ich jetzt? Nö. Ich konzentriere mich eher auf das Wesentliche im Leben, aber ich bin auch in einer anderen Altersklasse. Ne? Deutschland kam kurzem, das ist nicht vor kurzem, das ist schon 3 Monate alt, das Video. Der Map Trailer. Also der erste Map-Trailer ist schon vor einem Vierteljahr gezeigt worden, den hatte ich hier mal verlinkt, aber da war es noch nicht Mitglied. Und ja, aber die kommt voraussichtlich, mit Klammer auf, kurz vielleicht für PC, das steht aber noch nicht hundertprozentig fest, aber generell zu 100% für den FS25, das steht bei ModHub. Ich würde mal sagen, eher für FS25 von Haus aus, weil bis zum November nächsten LS-Teil sind ja nur noch ein paar Monate. So, das heißt, dieses Jahr wäre das nichts mehr. Und am Anfang erst für PC-Spieler, Spielerkonsole, Konsole abgespeckte Version, ist alles nicht so pfiffig. Aber dafür oder zu dem Thema gibt es nachher nochmal was unter Mitgliederpost. Ne? Muss man sagen. Da kommt später was. Ein Bauvideo der Ederbach wäre schön. Könntest du bitte einen Kuhstallumbau des Hofes Land 150 machen? Und ein Freiland bzw. Verbindung, eine Weide bauen mit Mod für Freilaufkühe. Also 150. War ich da nicht selber drauf, wo ich Freiland Schweine und Freiland Schafe hatte? Kann man ja einfach durch Kühe ersetzen. Aber wie du ja siehst, bin ich momentan nicht auf der Ederbach. Hobby. Ja. Ja, ein Bauvideo wäre schön, ja. Erhoffen wir auch immer so viel. Zum Beispiel, was ich immer noch hoffe, ich weiß, und das werde ich auch nie kriegen, aber wenn einer reinkommt, guten Tag sagt oder so.
Oder nur fordern und nie da gewesen. Das sind alles so viele Faktoren. Aber sicherlich wird irgendwann mal ein Bauvideo kommen und sicherlich wird irgendwann mal das eine oder andere Tierchen mit reingenommen, was noch nicht da ist. Ja, das ist der Hof, den du umgebaut hast. Das hast du geschrieben. Könntest du bitte einen Kuhstall-Umbau des Hofes, Land 150, Kuhstall-Hofes 150 machen, Freiland und ein Freiland bzw. Verbindung an einen Weidebaum mit Mod für freilaufende Kühe? Ja, sowas. So wie beim alten Ilerbach oder was? Die hatte ja zum anderen Seite ein Freilaufgehege für Kühe. Wie, jetzt kommt schon ein neuer Elshaus? Ja, im November. Außer sie verschieben den Release, das kann natürlich sein, falls da noch ein DLC rein muss, was Geld bringt oder so, ne? Das kann natürlich sein. Aber alle 3 Jahre. Seit Corona sind es alle 3 Jahre geworden. Früher waren es alle 2 Jahre, dann wären wir jetzt schon im nächsten LS-Teil. Aber von ungerade auf gerade Zahlen ist ja der Giants in Anführungsstrichen umgestiegen momentan. Und es wäre LS25. Von der Grundregel des Rhythmus. Es wird einer sein, das kannst du nicht wissen, es wurde nirgendwo bestätigt. Und daran sieht man wieder, auch an meine lieben YouTube-Kollegen, zuhören, wenn Giants was sagt. Zuhören. Und nicht nur das hören, was man will, ne, das kennen wir ja auch hier. Zuhören. Giants, Lars, hat selber gesagt, das letzte Jahr vom LS22 kommt kein Pass mehr raus. Sie hatten erst überlegt, ob sie noch einen Pass rausbringen, damit man DSCs kostenlos kriegt. Das machen sie nicht mehr, weil es wird sich nicht lohnen, weil der Pass ja 30 Mocken kostet im Durchschnitt, ne? Und dann kommen vielleicht noch 2 oder 3 DSCs, das wird sich nicht lohnen. Da kann man das auch so kaufen, wenn man will. Sie wissen aber dann nicht, ob sie noch überhaupt DLCs machen, was wir ja sehen, was definitiv noch der Fall ist, weil das Jahr ist noch lang und die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, also muss das DLC auch natürlich Geld noch kosten. Das ist Wirtschaftsrechnen, ist auch alles in Ordnung. So, und da hat Lars auf der Artica, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr gesagt, das letzte Jahr im LS22 im Jahr 2024, das ist dieses Jahr, kommt kein Pass mehr raus. Das heißt, falls es DLCs kommen und so, dann kann man sie so erwerben, muss man aber nicht mehr, weil das lohnt sich nicht mehr. Warum? Warum lohnt sich das nicht mehr? Weil ja der neue LS kommt. Und dann wurde so ein bisschen gelacht und geschmunzelt. Ah, da kommt der neue, habt ihr schon Themen? Du weißt ja, ich kann nichts dazu sagen, auch wenn ich könnte, dürfte ich nicht und bla bla bla, diese Standardgesülze kennt ja jeder. Und das war die Aussage nicht letztes Jahr auf der, nicht auf der Artica, was laber ich da, Farmscom, sondern vorletztes Jahr, da wo die beiden JD-Traktoren rauskamen. Irgendwo gibt es noch ein YouTube-Video, guckt euch das an, auch liebe YouTube-Kollegen, und da wird das auch gesagt. Warum sollte er denn lügen? Das wäre ja fermschädigend, wenn der Lars denn das Lügen anfängt. Danke, ich kenne sonst niemanden, der so schön gebaut bekommt wie du. Ja, wenn es soweit ist oder vielleicht die nächste Zeit oder zum Wochenende hin, schaue ich mal. Okay, Rocky? Keine Werbung, Auge, Auge, nochmal Auge, keine Werbung. Stefan? Hat er Werbung gemacht? Stefan, da muss ich jetzt mal Marina fragen kurz. Ja, zur Info, Stefan, den YouTuber oder andere YouTuber reinschreiben brauchst du nicht und der Link von Nova Schwanzmilch tot,
hatte ich mal verlinkt. Das wusste auch der YouTuber, dass ich das Video verlinkt habe. Ich hatte auch ursprünglich unter dem Video mal geschrieben, aber wenn ich das natürlich verlinke, ziehst du natürlich automatisch auch die gleiche Haterpartei mit. Und die fangen dann da an, mich da voll zu sülzen unter einem ganz anderen Video. Daran siehst du, dass sie krank in der Birne sind, weil es dreht sich um das Video und um den Trailer und um die Karte, um nicht deutsche Rechtschreibung oder wie der eine oder andere sich da preisgegeben hat als Oberhartz-Vierer. Sich da in so eine Scheiße, das hat da nichts zu suchen, deswegen habe ich meinen Kommentar gelöscht. Aber den Post und den Link gab es schon, die Leute kennen das alle schon. Also bitte keine YouTube-Namen hier reinpacken, weil es gibt auch einige YouTuber und auch Modder, die haben hier nichts im Kanal zu suchen. Wenn du sagst, ist das wirklich so schlimm, ja, könnte zur Sperrung führen. Und wenn man hier gesperrt ist, ne, also es haben ja mich vor kurzem ein paar Leute angeschrieben, haben gesagt, entsperr mich mal hier. Warum? Wenn man bei mir gesperrt ist, ist man gesperrt. Du kommst da nicht mehr runter, nie wieder. Egal, ob ich danach der beste Freund der Welt geworden bin, du kommst da nicht mehr runter. Deswegen sage ich immer, keine Werbung oder so. Ich weiß selber, wo die Trailers sind. Die sind ja auch von Ido verlinkt. Und die Zuschauer haben das vor 5 oder 6 Wochen oder so, habe ich das verlinkt gehabt. Und der Community und der Mitglieder... Nee, stimmt gar nicht. Öffentlich sogar. Öffentlich. Aber da warst du hier wieder Mitglied oder vielleicht auch noch gar nicht Abonnent. Das weiß ich halt nicht. Ist schon ein bisschen länger her. Ja, das ist auch mit Land of Italy, denn die Posts von Edu, die E-Mails, wenn ich Nachrichten bekomme, von irgendwelchen Modders, die Nachrichten, von Leuten, die euch oder mich beleidigen, das poste ich alles öffentlich. Unter Community-Mitglieder. Das hat einfach damit zu tun, es gibt hier keine Geheimnisse. Wo Endplay hier reinkam und mit mir etwas besprechen wollte, habe ich ihn auch gesagt, kannst du öffentlich machen. Es gibt hier keine Geheimnisse. Warum soll ich denn hinter der Tür reden? Ja, das darf keiner mitbekommen, weil vielleicht werden da Themen besprochen, das geht keinem was an. Warum geht das denn keinem was an? Naja, hinter der Tür kann ich sagen, du bist ein Arschloch und ich mache alles für Geld, aber vor der Tür kann ich es nicht. Ja, warum denn? Warum geht das denn nicht? Ja, das machst du vielleicht, aber wir nicht. Verstehst du, was ich meine? Bei mir gibt es keine Geheimnisse. So, und deswegen poste ich und das poste ja auch alles Mögliche, aber ich lösche das auch wieder, weil diese Postdateien, wenn man sie drinnen lässt, geht der Speicher von Handys oder PCs voll mit Postdateien. Und viele sagen mal, du löscht das mal wieder. Ja, weil Postdateien deinen Speicher vollknallen von Handygeräten. Außer du machst regelmäßig dein Handygerät von Post und Zusatzdateien löschen. Das machen die meisten aber nicht. So, aber ich mach das. So, aber trotzdem kannst du als Mitglied die Nachricht noch nachträglich sehen. Nur mal so zur Info. Die werden ja noch angezeigt, auch alte. Bin wieder da, war noch Hunderunde, alles gut. Ja, wir hatten vor kurzem mal hier ein Mitglied, der hat immer wieder das gleiche gemacht, immer wieder einen gleichen Fehler gemacht und Marina hat ihn, ach keine Ahnung wie oft, ermahnt und die Leute haben gesagt, der Chat, die Familie hat gesagt, also Paddy, ich weiß nicht wie du das siehst, aber wenn er das jetzt noch einmal macht, dann sperr ihn. Ja, und so ist das auch. Er ist gesperrt und dann sagen alle, du kannst doch keine Mitglieder sperren. Doch, weil wenn ich sie sperre, kriegen sie ihre Gate-Buchungen, na, die kriegen sie nicht wieder, also sie müssen löschen dann, ne? Aber es ist ja auch so, viele Leute sagen, ja, du machst ja alles für Gate und bla bla. Nur mal für die Allgemeinheit. Eine einzige Person ist bei uns hier mal gestorben, oder zwei, aber da hat die, bei der einen Person hat die Tochter hinbekommen, die Buchungen zurückzuziehen. Und bei der anderen, die war unter Kollege, also 799 Mitgliedschaft. Das war die Ulla. Und da hatten wir zu dem Zeitpunkt 200 Mitglieder. Aber ich möchte nicht, dass eine Person, die es gar nicht mehr gibt, für mich Geld zahlt oder die Familie oder wer auch immer die Handy verträgt. Verstehst du, was ich meine? Da habe ich die ganze Mitgliedschaftstruppe komplett rausgelöscht. Jeder hat sein Geld wiederbekommen. Jeder. Ulla war draußen. Und dann habe ich das neu erstellt. Klar sind nicht 200 Leute wiedergekommen. Aber die Leute haben es verstanden, was ich damit mache, warum ich das gemacht habe. Jeder hat sein Geld wiederbekommen, die Buchung, den Kanal, das gab es nicht mehr, die Stufe. Aber Ulla war draußen.
Und jetzt wird einer sagen, was würden deine Kollegen sagen? Ich kann euch sagen, was die YouTube-Kollegen gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, mit denen ich zu dem Zeitpunkt Kontakt hatte. Ich hätte das nicht gemacht. Warum machst du das denn? Lass sie doch zahlen für dich. Ist doch Kohle. Das zum Thema Menschlichkeit und alles drum und dran. Und? Naja. Aber das ist auch wieder was anderes. Völlig unwichtig. So, die Land of Eden kommt ja noch für Konsole, aber nett. Oder nett, da war doch noch was. Naja, von den Partnern von Edu wurde ich ja mal hart von der Seite angesülzt. Da habe ich gesagt, Spuckelpeter. Und der hatte geschrieben, ja, die kommt für Konsole, das siehst du richtig. Und ja, das siehst du richtig, die kommt in einer abgespeckten Version. Ich sehe, aber warum schreibst du mir das nochmal? Ich habe das ja schon im Video gesagt. Daran siehst du, dass die Leute nie zuhören, nur das, was sie hören wollen. Ja, abgespeckte Version. Nicht 4-5 Höfe, sondern 2. Und es sollte ursprünglich mal kommen, ja. Ist ja bis jetzt noch nicht da. Und wenn du mal überlegst, das Release für PC war, ist vor einem Jahr gewesen. Vor einem Jahr. Und 95% der Zuschauer schreiben hier immer rein, mir ist das scheißegal, ob die kommt, weil ich habe so viel bei YouTube gesehen, ich will die gar nicht mehr spielen. Das ist nämlich das Problem, wenn du 25-7 irgendwelche Sachen zeigst, das interessiert keinen mehr. Ja, viele sagen auch zu mir, du machst auch voll wenig von Elerbach, weil die halt nicht jeder spielen kann. Wenn ihr sie jetzt auf Konsole hättet, wäre es in Ordnung. Und ich betone, jeder auf Konsole. Ich spiele sie aber relativ wenig, weil ich will sie nicht tot spielen. Und ich würde sie, glaube ich, lieber auf Konsole spielen, bin ich ganz ehrlich. Weil auf Konsole sind die Karten halt rar, aber auf PC. Aber wenn ich überlege, Elerbach vergleiche mit der Karte hier optisch, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber das liegt, glaube ich, eher daran, weil das hier neu ist und hier wurde Liebe investiert, das andere ist aufgewärmt. Aber jeder so wie er will, ist mir auch egal. So, Werner Schrade, Namen Heddy, Marina Ressenchat. Namen Handyvertreter, Werner. Jetzt sagt sich Werner, hey, wieso das denn, weil du mir ein Handy schreibst? Sieht man eine Rechtschreibung. Einfach eine Kerze, was eine Herzchen in der Aktion gestern von dir gegenüber den verstorbenen Personen ziehe. Mein Hut, Leute, nicht mehr verständlich in Gesellschaft. Aber wie gesagt, Ulla war ja eine sehr, sehr, sehr liebe Zuschauerin und auch eine sehr liebe Person. Bloß wir mussten ja dann irgendwie sie rauskriegen. Also musste ich 200 Leute kündigen. Die haben ihr Geld wiederbekommen. Mein Konto ist 1000% im Minus gegangen. Das war richtig heftig, aber ist egal. Weil ich ja die Buchung auch noch zahlen muss. Und zurückgekommen sind 80. Hat uns aber nicht gestört, weil ich einfach nicht will, dass jemand für mich Zeit, den es gar nicht mehr gibt auf der Welt. Das ist bei den YouTube-Kollegen etwas anders. Da zählt das jeder Penny, egal ob er tot ist oder nicht. Gut, jetzt muss ich mal kurz hier Luki-Luki machen. Wir holen jetzt auf jeden Fall noch die Beine runter und lagern die ein. Das geht ja mit den Beinen fanggezumpelt relativ zügig. Und dann sind wir auch, glaube ich, durch für heute. Haben wir geflügt, gekrubbert. Wir haben geschnibbelt, geschnabbelt. Oh, bin ich mal gespannt, wie er gleich hier symbolisiert und ob er lieber den Kühn annimmt. Ein armer Trager Geschwindigkeits da drüber jagt. Nee, habe ich vorher ganz halt nicht, habe ich bloß jetzt gemacht, weil ich im Gespräch war. Da achte ich auf Feinheiten nicht. Aber du kannst den Stream zurückspulen, da siehst du bei jedem Rüberfahrt, dass ich hier mit gefühlter Fußgeschwindigkeit rübergebreddert bin. Aber ich war dran in Gedanken und in der Erzählung aus einer Vergangenheit. Und damit das auch die richtige Zusammensetzung ist, habe ich mich ein bisschen konzentriert, wie das noch alles war. Bin nicht aufgepasst. Hi Werner, na Manuel, schönen guten Abend. Hallo Agrar Manuel. Frage in die Runde. Na, wenn es jetzt wird es interessant. Hat jemand Infos, ob die Palmwert repetitive Flugprobleme zum Feldernhof? Nicht alle haben Flugprobleme. Kommt drauf an, wie viele Mods du drin hast und ob du Stroh-Addon drin hast, ob du Pression Farming drin hast, das verursacht auch Fehler. Wenn du die Karte mit ein paar Mods spielst und wie du bei mir im Stream am Anfang siehst, kann ich ganz gemütlich ohne Probleme flügen. Ja.
Paddy, finde die Palagnei mega. Ja, da sind einige, also. Wir sind alle schwer verliebt. Man muss zwar einiges beachten, aber wenn man das beachtet, bist du hier. Also ich finde also den Charme der Umgebung ist einfach Hammer. Einfach nur Hammer. Bescheißen gibt es bei Paddy mal wieder nicht, deshalb bin ich auch hier bei euch. Es ist ja auch dann irgendwann offensichtlich, ne? Also auch gestern zum Beispiel waren so einige Accounts hier drin. Ne? Da würden jetzt viele sagen, ja, wo ist der? Wo ist der? Sind alle gesperrt. Das sind alles Fake-Accounts gewesen. Und mir hier einen Hafen aufbinden oder eine Märchengeschichte erzählen oder so, dass, oder Mitleid im Chat, was denn nicht der Wahrheit entspricht. Nur zur Info, ne? Ohne jetzt etwas zu sagen hier und Namen, auch bitte nicht reinschreiben, habe ich gleich raussortiert. Man kann ja auf die Accounts raufgehen und du kannst ja sehen, wo sie sonst noch wo schreiben und Verlinkungen oder was für Chat-Kommentare. Sie denken zwar, wenn es aus ist, sieht man es nicht mehr. Wenn man weiß, wie es geht, sieht man es trotzdem. Und dann habe ich mich gefragt, ja nee, ist klar, da heißt er so, da heißt die so, da heißt der so, da heißt so, der, die, das so. Und dann erwachsen und reif, dann ist er 9, der andere, da habe ich gestern erstmal Rundumschlag gemacht. Geht aber auch, wenn da natürlich ein neuer Account erstellt wird, wird gleich wieder weggesperrt, brauchst du gar nicht die Mühe machen. Die Runde ist heute nicht da. Hat Spätschicht. Mit wie, mit wo? Dann kam alle noch da, Fragezeichen. Weiß nicht. Ja, Agramanuel noch da. So geil, wenn er auf Last ist und wicht, wie er sich vom Zaun quält. I love it. Hab's die runtergeladen mit allen Mods, die ich mal geladen habe, gestartet. Hab absolut keine Probleme. Weder mit dem Klaas, der auf der Map dabei war. Wovon redest du? Hab's die runtergeladen. Die Map hier, ja. Weder mit dem Klaas, der auf der Map dabei war, da ist ja kein dabei, noch mit den Flügen auf den Feldern rund um den Hof. Hab's hier runtergeladen, ja. Mit allen Mods, warum schreiben immer alle MA? Verstehe nicht, ist egal, alle die gleichen. Geladen, hab absolut keine Probleme, weder mit dem Klaas, mit welchem Klaas, der auf der Map dabei war. Keine Ahnung, ich hänge in der Schleife. Ärger, Manuel, auch gestern, vorgestern werden dir mal Fragen gestellt oder was du so treibst oder wie es dir geht und von dir kam die letzten Tage immer kein Feedback. So nach Motto, du redest mit mir, aber redest nicht mit dem restlichen Chat. Keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung. Der Klaas ist doch dabei auf dem Hof. Das ist der Standard vom Spiel. Wenn du die Karte runterlädst, lädst du nur die Karte runter. Und du brauchst auf der Karte keine Mods. Nix, gar nichts. Alles andere ist nur Eigengeschmack. Und auch für dich gilt, Werner, so wie für andere, ich muss es ja immer wieder sagen, weil einige nicht zuhören. Es gibt auch Mods, auch im Mod-Hub, die machen Fehler. Stroh-Addon und hab nicht gesehen. Die kommen nicht gleich vor, die Fehler, aber später. Und ich sag's bloß immer vorher und ich kann dir auch sagen, warum. Es ist richtig geil, wenn du 500 Stunden drauf spielst. Mir geht's mal, sorry. Ja, aber es war ja nur eine Frage. Na, ist egal. Ist egal. Es wurden Fragen im Chat, also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, was, aber es ist gut, ist gut. Darum dreht sich auch gar nicht, war anders unwichtig. So, was soll ich denn jetzt sagen? Es gibt halt Mods, die nach einer längeren Spielzeit Probleme machen. So, und du kommst dann irgendwann rein und sagst, Paddy, ich habe da ein Problem. Und dann sage ich zu dir, habe ich dir vorher gesagt, mach das nicht. Oder nimm nicht 1000 Mods rein oder das und das. Naja, aber jetzt habe ich das Problem, was kann ich machen? Gar nichts. Musst du wieder neu anfangen. Und da hast du keinen Bock drauf. Und da kann die Karte nichts für. Das hat einfach damit zu tun, dass der Speichersatz sich erhöht, der MBs, du über diesen 1-Million-Satz rüberkommst. Und dann schleichen sich durch einige Mods, die nicht so perfekt sind im Mod-Hub,
Fehler ein. Oder von irgendwelchen Fremdseiten, die einfach noch keine Science-Update vollzogen bekommen haben. So, und dann ist das Geheule groß. Ich sag's ja nur vorher. Wenn du sagst, ja, nee, bei mir läuft, wunderbar, lass es laufen. Ja? Ach Leute, ihr seid so süß. Christian Nitschke, moin, bin neu hier, weiß ich. Folgt dir seit Vorstellung der Karte. Dankeschön. Finde sie auch sehr cool. Schau gerne, wie es macht weiter so. Dankeschön, Christian. Lisa ist nicht böse gemeint, Werner, aber bei den einen oder anderen flusen sich die Fehler im Nachhinein rein. Gerade beim Map, beim Mod deinstallieren, neu installieren. Das verträgt die Karte so nicht. Also wenn du am Anfang mit deinem Standardpaket, was du sonst immer benutzt oder wie auch immer, und das funktioniert durchgehend, dann hast du Glück, alles safe. Aber sobald du viel rumdokterst, ne, so rein, raus, ne, ja, hört sich an wie ein Porno, ne, aber ist egal, rein, raus die Mods, dann kann das passieren. Oder Stroh-Addon verträgt sich nicht so gut, oder auch das Pression Farming hat einige Probleme, Betonung auf einige Probleme. Und ich sage das ja nur, es kann passieren. Ich habe nie gesagt, dass es dir passiert, ne, weil viele kommen immer rein auch, ja, ich habe die Probleme nicht. Und dann so nach 2 Wochen, Paddy, hast recht gehabt, dann kriege ich immer, kriege ich Blut, ne, dann kriege ich richtig Blutdruck. Dann ist bei mir sofort Parteitag, weil ich ja sage, weil sie immer reinkommen, ob sie allwissend und Klugkacker sind, sei denen gegönnt, wenn es funktioniert. Aber ich brauche nicht reinkommen und sagen, ja, ja, hast recht gehabt, interessiert mich da nicht mehr. Es gibt halt Mods, die vertragen sich auf diversen Karten nicht. Ist wirklich so, ne? Zum Beispiel auf der Ederbach hatte ich ein Problem gehabt. Ja, weil ich einen falschen Mod da drin hatte. Es ist halt so. Es ist ja nichts mehr fehlerfrei. Die Zeiten von fehlerfreien Mods gibt es nicht mehr. So, ein paar lüppen wir hier rein und die anderen knallen wir bei den Mukus rein. Nimmt er die rein? Ja. Wunderbar. Wunderbar. So ist es halt. Paddy, Mentor Paddy, das ist ja passiert. Spielstand über 800 Stunden einfach von einer auf den anderen Sekunde weg war. Mega ätzend. Nachher ist mal mehr Mods erst in kurzen, die Map hier einzige Mod überhaupt. Ja, aber das ist ja das, warum auch viele einfach nur noch sagen, ich spiele mit Originalsachen. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Große Spielstände. Also es ist nicht, also bei mir ist das immer so eine Sache, die sagen, ja, du nimmst ja auch Mods rein. Ja, aber so eine Karte, ich streame am Tag 3, 4, 5, 6 Stunden oder 2 Streams wie gestern. Und ich komme ziemlich schnell am Ende. Wenn ich jetzt Gameplays machen würde, dann würde ich mit dieser Karte hier 300 Folgen machen können. Die mache ich in 2 Wochen aufnehmen, lade sie nacheinander hoch und dann gucke ich aus dem Fenster und sitze im Biergarten. Versteht ihr? Das mache ich nicht. Ich bin Livestreamer. Aber ich streame halt viel und dementsprechend, tja, komme ich auch schnell an Stunden und Fehler und Probleme. Ne, wir haben jetzt bei diesem Spielstand, wir haben ja einmal neu angefangen, weil einmal war Test, ne, ist klar. Wir haben bei diesem Spielstand auch schon 40 Stunden drauf. Und bei der Ederbach sind das 27. Und dabei sind ja nur ein paar Videos passiert. Ja, wir sind halt lange live. Ist ja halt so. Und dann kommen natürlich schnell Fehler. Aber wir versuchen auch immer gleich schnell die Lösung zu finden, wie man den Fehler umgeht. Es ist ja nicht so, dass ich der Karte das nicht gönne. Oder auch bei Ederbach oder keine Ahnung was für eine Karte. Ich gönne da ja jeden, der soll die Karte spielen und Spaß haben. Aber ich sage auch immer, es gibt halt Mods, oder wenn man sehr viele Mods drin hat, dann ist natürlich das Risiko viel, viel höher, dass das Ganze vor die Grütze geht. Und viele Zuschauer bei mir, die machen keine Mods mehr online, die laden sich die Karte runter und spielen mit Originalsachen, weil sie einfach keine Lust haben, 800 Stunden, 1000 Stunden zu spielen, viel zu spielen. Und dann ist das einmal weg alles wegen einem Mod. Muss ich dir das mal vorstellen, da kriegst du innerlich Blutdruck, da flippst du aus. So. Aber wenn du Glück hast, sei froh. Aber wenn das mal vor die Hunde geht, ist halt so, ne? Muss man mit leben. Aber wie gesagt, zur Karte, ja, die ist Porno, die ist schön. Und wenn man das am Riemen hält sich, auch mit Mods und nicht so viel hin und her düdelt, hält das ganze System auch. Ja, das stimmt, das kenne ich auch, dass mal was nicht fuchst. So ist es. Wir sind viel und off-live, was ich sehr cool finde.
Ja, das Off-Live hat sich aber wieder so ein bisschen eingebürgert, weil die einen oder anderen das verlangt haben und aber auch Zuschauerzahlen und Likes und alles bestätigen, dass man das auch machen kann. Irgendwann kommt vielleicht auch mal wieder eine Flaute oder die Leute sagen auch, nö, ich möchte mich wieder benieseln lassen oder einen Hafengesang anhören oder keine Ahnung. Dann kann das auch sein, dass sich das wieder auf 3 Tage in der Woche reduziert, aber momentan sind wir im Durchschnitt 6 Tage der Woche live oder waren im Durchschnitt 6 Tage die letzten Monat und diesen Monat live. Und es hat mir jetzt nicht geschadet, es hat mir Spaß gemacht, auch wenn der erste Monat davon echt hart war, weil da waren wir auf Konsole und da hatten wir ja sehr viele Probleme aufgrund Gerätschaften und es kamen keine Mods und so weiter. Und jetzt, wir haben ja gesagt 50-50, da kommen wir natürlich nicht hin, weil 2 Jahre Konsole, bisschen PC, Safe Game und so, klar. Aber wir müssten das ganze letzte Jahr jetzt PC spielen, damit wir auf 50-50 kommen. Aber ich spiele auch nicht wirklich so massiv anders, wie vielleicht der Konsolenspieler. Klar, ich habe hier mal Simple IC drin, weil ich das Fenster aufhaben möchte, um bessere Sicht zu haben bei meinen dreckigen Fahrzeugen. Aber sonst spiele ich genauso wie meine Zuschauer auf Konsole. Also es ändert sich nichts. Es wird auch in Zukunft noch ganz anders, dass ich genauso Fahrzeuge und spiele wie die Konsolenspieler. Weil ich will nicht mich rausheben und sagen, ich kann das, du nicht, hahaha. Ne, das ist ja so ein PC-Spieler-Denken. Nö, ich muss das nicht haben. Ich will nur Spaß haben und die Karte hier lässt es auf jeden Fall zu. Und du kommst raus und bist sofort getoucht und sagst dir einfach, geil, das ist es. Das ist die Karte, wo ich rumtigern kann. Die hat Charme, die holt mich ab. Und so sollte es sein. Was ihr da mit den Mods rumdoktert oder umbaut, ja, das müsst ihr für euch entscheiden. Ich habe nur ein paar ausgesuchte Mods auf dem PC, keine Probleme machen, das ist schon seit S19. Ja, wie gesagt, wenn sie von vornherein im Fehlercode nichts drin haben und es sind auch, wie du schon sagst, ein paar, das ist okay, ne? Der, wie hieß er denn nochmal? Omanta TV, ne, wie hieß er, der hier von Mitglied geworden, den habe ich schon wieder vergessen. Er sagt, er hat 380 Mods. Das verstehe ich nicht, sorry, verstehe ich nicht. Da braucht nur ein Mod einen Fehler haben, mit den anderen beißen, da haut er sich das ganze System weg vom Spiel. Das sind zu viele Mods. Das spielt doch kein Mensch, das ist doch unrealistisch. Das ist so nach Motto, oh, das finde ich cool, lade ich runter. Spiele ich zwar nicht, aber ich finde es cool, das macht keine Logik. Aber das muss er für sich wissen, das ist ja nicht mein Problem. Wenn die, seine Grafik oder das Spiel hakt oder er kriegt weiße Fader oder im Hintergrund flackert das ganze Zeit, wenn er sagt, ich kann damit leben, bei mir flackert wieso alles im Kopf, dann ist das in Ordnung, dann soll er da rumflackern, weißt du? Aber irgendwann ist der Speicher voll, SSD, HD, das funktioniert nicht. So viele Mods braucht man nicht. Ach, brauchst du auch nicht. Wenn du es überlegst, du hast einen Tether, einen Schwatter, dies und das, nimmst, pickst dir die besten raus. Schwatter, Tether, ne, wenn du es unbedingt haben willst. Schneidemaschinen, Mähdrescher, Traktoren, hab nicht gesehen. Man sieht es ja bei YouTube, alle YouTuber, inklusive meiner Person, spielen ja meistens die gleichen Mods. Warum? Man kennt sie halt, das funktioniert. Brauche ich die jetzt? Also andere brauchen sie, weil sonst ist das Leben ja vorbei. Brauche ich sie? Also ich kann von mir reden nur. Nein, ich brauche keine Mods, um Spaß zu haben. Wo wir die Karte gespielt haben, hatten wir keinen einzigen Mod drin. Und die Leute haben gesagt, Paddy, was ist los mit dir? Du bist ja wieder ausgewechselt. Du hast einen Spaß, ja, weil ich mir da keine Gedanken machen muss. Ich zocke aber, hab Spaß. So, aber jetzt sind ja nur, was habe ich hier drin? 4 oder 5 Mods, das ist ja lächerlich. Das ist ein Mähdrescher und 4 Traktoren. Ne, 3, warte mal, 1, 2, 3, 6, weil ich noch vom Bayern Agrar dieses Frontladersystem. Ne, sonst funktioniert das beim 500er nicht. Ja, aber sonst bin ich sehr zufrieden. Ich mag euch alle, wollte ich mal sagen. Mein Festo, Dankeschön für die 5 Euro. 5 Schweizer Franken, weil es ja fast, ist ja fast, ja, du weißt, wie ich meine, ist ja fast Euro. Es kommt bestimmt das altbekannte Sommerloch, denn ihr wollt doch bestimmt auch den Sommer genießen und nicht nur streamen. Wir Zuschauer möchten das ja auch. Ich streame immer, es gibt kein Sommer-Winterloch. Das ist, ich habe das mal bei YouTube im LS19 beobachtet, wo der LS19 war ja 3 Jahre draußen. Und das dritte Jahr, also das Jahr, was wir jetzt sind, sind alle anderen sehr wenig live gewesen und haben ja auch gesagt, ich bin im Biergarten, ich bin im Urlaub und das und das. Wer war live? Paddy. Jeden Tag.
365 Tage im Jahr, jeden Tag 8 Stunden, 4 Stunden. Ich habe ja früher so viel gestreamt. Und du sagst, ja, aber du, also sind wir mal ehrlich, man streamt abends. Und klar kann man mal sagen, okay, ich stream dann auf Mittagszeit und dafür mache ich abends Grillen. Das ist der Vorteil, wenn du Streamer bist, Livestreamer. Gameplay ist was anderes, da kannst du die Videos auf Jahre im Voraus machen. Ist wirklich so. Also Videos ist völlig unwichtig. Gameplays ist scheißegal. Aber als Livestreamer kannst du ja ein bisschen flexibel sein. Mal eine Stunde hier, mal eine Stunde, weißt du? Wenn ich jetzt unbedingt was vorhab, dann sage ich zum Chat, du hör zu, ich komme morgen um 14 Uhr, bin aber nur bis 17 Uhr live, weil danach möchte ich mit Marina eine Runde grillen. Aber ich bin immer live. Ich bin kein Video-Creator gezumpelt, Peter. Und ich unterhalte mich hier mit den Leuten und gehe auch auf Fragen ein. Wenn du ein Video hast und die Frage ist unangenehm, nur mal als Beispiel, kriegst du ja keine Antwort drauf, weil deine Nachricht wird rausgelöscht. Es wird ja unter Videos nur die schönsten Nachrichten gezeigt. Das ist so bei YouTube mit Herzchen dahinter. Oh, danke, oh, flacker, flacker. Negatives steht da nicht. Wenn du aber hier reinkommst und sagst, du Paddy, du bist ein Arschloch, und sag ich, ja, Dito, wir leben beide auf einen Nenner, du bist genauso ein Arschloch, dann hast du es mir gesagt und ich hab's dir gesagt. Live. 1:1. Nicht verschönt, nicht umgeschrieben und hab nicht gesehen. 1:1. Das ist der Unterschied beim Livestreamer. Und deswegen machen viele Videos, weil sie Angst haben, live vielleicht auch mal angeplättet zu werden. Kann ich nachvollziehen, wenn du jeden Tag live bist und du wirst jeden Tag angeplättet, was ich meine ganze Zeit hatte, dann hab, und du nimmst es am Anfang sehr persönlich, dann wärst du Mulle in der Birne, aber so richtig Mulle in der Birne. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, fuck off all. Weil du weißt ja, wer dir da schreibt, also die meisten weiß man. Und die dir schreiben, das sind solche minderbemittelten bzw. asozialen Menschen, mit dem würdest du privat nicht verkehren. So, und dann sag ich mir einfach, okay, mit denen habe ich privat nichts am Hut und würde ich auch nie, weil das nicht mein Milieu ist. Und die kennen mich ja auch gar nicht. Verstehst du? Also interessiert mich das dann nicht mehr. So, aber bei Videos ist das so, nimmst du nur die besten Nachrichten. Habe ich genauso gemacht. Dünnpfiff-Gelaber von irgendwelchen Minusmenschen, das nimmst du doch nicht rein. Das wird auch keiner sehen. Die Leute wollen positive Sachen sehen. Und das ist der Unterschied vom Video-Creator zum Livestreamer. Ganz einfach. Ist so. Wenn ich Videos machen würde, dann würde ich Wochenende lang mindestens 20 Videos machen, die auf Vorspulen, also das heißt, kannst ja auf Timer setzen für jeden Tag. Die Karte immer im Wechsel. Und dann mache ich mir eine Woche in der Zeit, wo diese Videos kommen, eine Woche lang nehme ich auf 300 Videos. Ist viel Arbeit, aber würde ich machen. Mir die besten Tracker nehmen, die besten Banner, das muss einschlagen wie eine Bombe. Da muss jeder sagen, oh geiler Tracker, muss ich jetzt mal rauf aufs Video. So ungefähr. Kommentare an, jeden Tag würde ich Kommentare prüfen, würde das übers Handy koppeln, damit ich gar nicht mal an PC muss. Wird Kommentare rauslöschen, veröffentlichen, mal so, wie ich Bock habe. Und das war's. Mehr würde ich nicht machen. Das ist ja keine Kunst. Und täglich live sein machen die meisten auch nicht. Die schaffen gerade mal 3 Tage in der Woche, 4 Stunden. Und danach brechen sie ein oder werden krank oder haben Husten oder ihnen fällt der Sack aus der Hose oder so. Aber so geistig gestört und durchgepeitscht wie der liebe Paddy ist, viel hilft viel, nein. Ich streame so lange immer, wie ich Bock habe. Und wenn ich merke irgendwann, aber ich kann momentan nicht so viel LS sehen, dann bin ich mal ETS. Oder spiel von mir aus auf Fortnite oder GTA oder COD oder was weiß die, was weiß ich, was das Schwein frisst, weißt du? Wo ich drei Bock drauf hab. Und das wird in Zukunft genauso sein. Wenn der LS mir einfach so ein ganz klein bisschen über ist, dann mach ich was anderes spielen. Aber das ist er noch nicht, zum Glück, dank solcher Karten. Die letzten paar Wochen dachte ich so, könnte langsam nervig werden, verstehst du? Aber dank der Karte, wunderbar. Müssen wir mal gucken, was füttert er denn da ein? Heu. Zum Glück, ich dachte, ne? Moin zusammen, genau deiner Meinung. Jörg Schmidt, ja moin. Ja moin. Alles Respekt, aber so hardcore bin ich dann doch nicht. Nö, ich bin, jeden Tag mache ich irgendwas. Und wenn ich mal nicht live bin, gibt's ein Video. Kannst den Chat fragen. Entweder gibt's ein Bauvideo, ein Safe Game
Und wenn einer sagt, ja, aber das muss ja auch gebaut werden über Stunden, plus Safe Game plus Video, ja genau, das muss auch noch gemacht werden. Das heißt, ich bin jeden Tag immer am irgendwas machen. Das, die, die lange hier schauen, wissen das, dass ich jeden Tag am PC bin. Ja, auch Projekte für die Zukunft, Safe Games, Umbauten, gibt es alles schon auf dem Rechner, ist schon alles fertig. Das ist ja nicht, dass ich aus dem Fenster gucke oder am Biergarten, ich trinke ja wieso kein Alkohol, gar nichts, gibt's nicht. Es ist 24/7 YouTube. Aber wenn ich mir dann mal frei nehme, und zum Beispiel der Alexander schreibt mir, Paddy, kannst du mal helfen? Antworte ich nicht drauf. Wenn ich mir frei nehme für 2-3 Stunden und wir grillen hier oder wir gucken einen Film, dann habe ich diese 2-3 Stunden frei. Oder wir fahren an die Elbe oder keine Ahnung wohin. Aber ich, dann ist nicht, dann reagiere ich doch nicht. Handy oder so ist für mich völlig unwichtig. Außer ich sage, okay, jetzt habe ich die Zeit, jetzt bin ich presented, weißt du? Aber dann bin ich auch da, voll und ganz. Paddy, trink einen Schluck. Ja, ist ja gut. Ich bin seit ein paar Tagen hier für eine Chatklasse. Schaue ich auch sehr gerne zu. Danke. Was? Anni, hast du was getrunken? Hast du meinen Namen schon wieder falsch geschrieben? Wieso? Was hat er geschrieben? Rotronner. Ja. Roadrunner. Ja, er hat's mir den Namen. Andi, kiffst du? Huch. Ja, kann ja auch nicht funktionieren. Aber wie kann ich denn das sehen? Achso, okay, da oben ist ein Schild. Zu wissen. An der Schokolade ist billiger. Wie viele nimmt er denn? Ja, dann müssen wir nochmal 4 aus dem Lager holen. Und dann sind wir auch heute, haben wir ja richtig was geschafft. Heißt aber, nächstes Mal ist Milch und dann kommt die Produktion für. Wo ist denn hier der Trigger? Ich sehe den nicht. Produktion für Dingsterbumster. Wie heißt denn das hier? Käse. Käse. Würde man sagen, 5 reichen, ne? Das ist mal heftig, dass sie da drüben stehen, ne? Aber jedes Mal erschrecke ich mich hier. Eigentlich müssen sie ja hier stehen. Aber gut. Was war das denn? Ich dachte schon, jetzt geht der Träger hier im Arsch. Das hört sich aber nicht gut an. Richtig so, Paddy, richtig. Ach, schon wieder falsch. Nee, das Ding an der Sache ist, also live bist ja immer und offline bin ich auch da. Und plus live frisst viel Zeit und offline frisst auch Zeit. Und deswegen bin ich sehr viel am PC. Und da muss natürlich die Technik auch funktionieren. Und wenn die mal nicht funktioniert, ja, da kriege ich ganz schnell ein sehr tiefes Tief, weil es muss einfach funktionieren, weil ich bin Livestreamer. Ich bin kein Video-Creator bei YouTube. Videos sind aber besser, weil die Leute sagen, ey, 16 Minuten im Nachhinein gucke ich mir doch gerne an. Das kann ich mir auch immer wieder angucken. Das ist der Vorteil bei Videos. Aber nicht bei Livestreams. Und wenn er sagt, verdient man nicht im Livestream? Nein. Verdient tust du nur mit Videos. Livestream ist lächerlich. Livestream, wenn du 12 Stunden Livestream hast und da ist Werbung nicht an, ne? Ich habe ja Werbung an. Aber wenn ist Werbung nicht an, verdienst du im 12-Stunden-Livestream so zwischen 12 und 80 Cent. Verstehst du? Das macht keiner. Und deswegen gehen die Leute nach Twitch. Warum? Da brauchst du nur 3-mal in der Woche Livestream, hast die Subs und die Subs bezahlen das Ganze. Und wenn du richtig abgedroschen sein willst und richtig auf Kohle machen willst, dann hast du Kanalmitglieder bei YouTube, machst Videos und Support an, bei YouTube, machst Twitch, hast Subs und da auch nochmal Donation mit Tibi und machst noch Werbeverträge, dann machst du Kohle. Aber das möchte ich alles nicht. Ich möchte gerne, dass es, ja, wie soll ich sagen, die Leute so gesehen, wenn ich spiele, so gesehen auf ihren Fernseher schauen und könnten sagen, ey, das spiele ich jetzt gerade und ich kann mich mit Paddy unterhalten über alles Mögliche
ob ich mit jemandem in der Kneipe sitze neben Bier. Und ohne Zensur. Nicht von wegen, ja, das wäre total lieb, wenn du das so machen könntest. Das bin ja nicht ich, ne? Das wisst ihr, also daher. Es soll halt familiell sein. Und nicht alles von wegen, ja, geht mal hier auf meinen Link, da könnt ihr mich unterstützen. Geht mal da auf Tipi, geht mal darauf, geht mal, das will ich nicht. Es ist ja nicht so, dass wir das mal hatten. Wir hatten das alles mal drin, Tipi und den ganzen Müll, ne? Es ist ja nicht so, dass ich davon befreit bin. Ich hatte das ja alles. Hab ja auch noch Tipi-Account und so weiter. Ich will das aber nicht. Möchte das nicht mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Also wenn du jung bist, dann willst du alles und du willst Geld verdienen und du willst eine große Nummer werden und du willst, dass die Zuschauer dir vielleicht die Eier lutschen. Und wenn da einer negativ ist, der wird gleich rausgebeult. Ja, das muss man. So. Also, wir haben ja jetzt hier Heu gemacht, was eigentlich. Ne, Schafe war krass, ne? Bloß bei den Schafen war auf jeden Fall eine gute Idee, den nochmal zu wechseln. Die Ideologie von der lieben Paddy muss man erst verstehen. Und wenn man sie dann verstanden hat, dann weiß man, wie ich tick. Und wenn man sich noch mit mir als Person auseinandersetzt und Menschenkenntnis hat, ne? Das fällt ja einigen schwer, aber wer Menschenkenntnis hat, der weiß ganz genau, wie ich ticke. Aber die meisten haben keine Menschenkenntnisse. Ja, ich muss mal kurz zu dem kleinen Feld rüber, da lassen wir den mal stehen, dann sind wir nämlich als nächstes. Ja, ich muss mir mal Eselsbrücken geben, weil wir immer so viele Projekte nebenbei haben. Hui! Machen wir so weiter wie alles. Momentan mache ich das auch so weiter wie alles. Es war auch gerade ein bisschen schwer, aber schaffen wir schon. Gab schon mal schlimmere Zeiten. Ich schaue den Livestream noch oft nochmal an. Inklusive Werbung, Kathi. Nein, also trotz allem ist es aber so, dass Livestreams so nachher nicht angeguckt werden. Außer sie sind 2 Stunden lang. Also ein Livestream, der 2 Stunden läuft, gucken sich Leute an, aber wenn er 3, 4, dann nicht mehr. So wie der jetzt, der wird nachträglich nicht viel geschaut. Außer einer möchte eher was wissen, worüber wir gesprochen haben, thementechnisch, das heißt, worauf muss ich achten, auf Fehler oder irgendwie so, dann kann das passieren. Aber die Grundregel, nein, nein, nein. Videos. Also ich kann ja ehrlich zu euch sein, bin ich ja wie... Hallo? Jetzt würde einer sagen, womit hast du am meisten verdient? Ederbach Stream oder Ederbach Map Vorstellung Video? Video, ganz klar. Ist so. Mit dem Video habe ich sehr gutes Geld verdient. Mit dem Stream so gut wie gar nichts. Auch man muss das ja mitrechnen, man kann ja, man sieht ja auch Donation oder irgendwas. Das war bei Ederbach, glaube ich, keine Ahnung, nicht viel. So, wenn man das jetzt so rechnen würde, ne? Und Video war viel. Und jetzt wird er sagen, aber es wäre ja dann sinnvoller, um Geld zu machen, Videos zu machen. Ja, genau. Wenn du Geld machen willst und dir keine Sorgen machen willst, musst du Videos machen bei YouTube. YouTube ist halt eine Videoplattform, das weiß auch jeder. Es ist ja keine Stream. Wenn du streamen willst und willst da finanziell dich absichern, YouTube und dann machst du Twitch streamen, musst du erstmal anfangen, Fuß fassen oder du machst dich irgendwo einschleimen, dann geht das auch noch. So, und wenn du damit durch bist, machst du Videos bei YouTube. Und streamen tust du bei Twitch entweder 2 Tage die Woche, Dienstag, Donnerstag oder Montag, Mittwoch, Freitag. Das sind die Streaming-Zeiten bei Twitch. So, und dann machst du die restliche Woche jeden Tag ein Video. Das kannst du dir aber am Samstag oder Sonntag am Wochenende vorbereiten für die Woche drauf. Und dann ist gut. So läuft das. Es ist ja kein Geheimnis. Würde ich doch genauso machen. Es ist doch alles in Ordnung, ne? Falls da wieder sich einer angepisst fühlt. Ja, muss man ja so sagen. Die sind ja alle so Weicheier. So, aber ich bin bei YouTube gerne und die Leute haben gesagt, Paddy, bleib bei YouTube. Geh bitte nicht nach Twitch, weil ich habe ja gefragt früher. Und mach hier Livestream und Videos und wir versuchen dich irgendwie auf lang zu unterstützen. Wenn es das bei uns klappt und wenn nicht, dann war es eine schöne Zeit. Und so haben wir uns, ne, gut, das waren zu der Zeit noch andere Leute, die gibt es natürlich jetzt gar nicht mehr. Aber trotzdem war das so früh die Abkommen. Bleib bei YouTube, bleib deiner Linie treu. Geh nicht nach Twitch. Wir machen das zusammen
Deswegen haben die Zuschauer ja auch so viele Rechte hier, ne? Für die es nicht wissen. Hier die Scheiße auch zu hier. Oh, ich krieg schon wieder ein zu viel. Hallo? Ja, und so war das Abkommen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht nach Twitch wollte, weil das ist halt eine Streaming-Plattform. Jeder bei YouTube, jeder Kollege, früher Kollege, heute sind das ja mehr Arschlöcher, haben gesagt, Paddy, geh nach Twitch und mach YouTube-Videos. Also dann musst du dir keine Sorgen mehr machen. So war das. Aber ist ja nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, bei YouTube. Und wir fühlen uns auch wohl hier. Ich möchte auch gerne hier bleiben. Aber wenn es einmal nicht mehr geht, ja, dann ist es so. Ne? Man kann sich nicht zum Glück zwingen. Ich sehe irgendwie 5 Euro. Jetzt muss ich mal ganz kurz raus hier. Das habe ich nicht gesehen, weil ich wieder geredet habe. Manifesto, Dankeschön für 5 Schweizer Franken. Wir unterstützen euch doch auch ohne dass diesen Tipi-Müll. Gerne von Herzen. Dankeschön. Nein, das ist Kurt Kröner. Heute bin ich die Prinzessin. Wait? Dani, ich bin nicht pummelig. Das sind nur schwere Knochen. Ich bin nochmal da. Matthias Mann. Alexander G. kann sein, dass es von ihm ist. Olli Fischer, Dankeschön für die 5 Euro. Da gebe ich dir recht, mein Dankeschön. Paddy wegen süchtig. Wie? Achso, 1000. Jetzt ja. Von Paddy Manifesto, genau. Carsten, Dankeschön für die 10 Euro für Marina. Ich muss erst mal gucken hier. Ich hänge hier gerade ein bisschen her, weil der Chat hing und ich dachte, hey, soll man mich mal rausfernfern? Chuchu. Marc, zum nächsten Mal. Von Paddy, genau. Ja, gut, ich bin wieder zurück. Mir fällt auch gerade ein. Ich wollte auch gar nicht schnibbeln, also können wir ihn hier stehen lassen. Tor hatte ich zugemacht, ne? Weil wir müssen ja auch immer mal raus. Geht ja schon wieder 4 Stunden. Das ist aber auch eine geile Karte. Oder, Leute? Guckt euch das an. Nebel. So schön still hier. Ohne irgendwo ein Uhu. Uhu. Kommt nochmal die geile Bahn. Sieht aber alles schön aus, oder? Ach, ist der schön. Dann mach ich jetzt mal ein Foto. Komm, Bahn. Komm mal ein bisschen ins Bild. Wir brauchen mal ein bisschen Bahn. Foto. Schön. Einfach. Shit. Na gut, aber wir müssen jetzt auch mal auf, denn morgen sind wir ja schon wieder live. Und ja, und dann schauen wir weiter, bis irgendwann keiner mehr Lust hat. So, heute haben wir geschlagene 34 Likes weniger als gestern. Gefiel euch das gestern besser? Was hatten wir denn gestern für einen Tag? Ja, das ist ja unser geliebter Dienstag, ne? War doch gestern, genau. Ja, ist normal. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die neue Mitgliedschaft. Ich bedanke mich für die Donation im Chat. Und ich bedanke mich für 266 Likes. Wie gesagt, gestern waren wir zum Ende, haben es dann doch die eine oder andere noch hinbekommen, die 300 vollgeknallt. Hol die nicht, ist aber nicht so schlimm. Ja, morgen ist Grasschnitt und morgen sind wir bei Schafen unterwegs. Da müssen wir mal ein bisschen haseln. Kühe auch für die Milchproduktion und auf unseren Feldern. Da möchte ich Mais anbauen im Einzelkorn, also im Einzelkornverfahren. Weil, jetzt kommt's, wir Mais-Silage häckseln, weil das einfach mehr Ertrag bringt und unsere Felder nicht so groß sind. Sonst könnten wir auch auf Gras-Silage gehen. Könnte man trotzdem, weil wir haben 3 Silagebunker. Aber den großen in der Mitte würde ich gerne auf Mais-Silage setzen. Die anderen beiden mal gucken. Damit wir gut genug Futter haben, damit wir später aufgrund der Luzerneheu, den Stroh und dies und das unser Kraftfutter herstellen können und um die Käse- und Milchproduktion höher zu steigen. So der Ding. Und zum Thema Hofumbau muss ich gucken zum Wochenende. Da baue ich den Hof um. Gibt es nochmal einen Porno-Slow-Motion-Trailer? Ja, ihr mögt das ja. Und vielleicht auch ein Safe-Game oder was auch immer. Aber mache ich. Mache ich. Und dann war ja noch ein Ilerbach, ne? Ilerbach fällt 150 Dings, Kuhweide offen, ja, schau mit an. Mache ich auf jeden Fall erst am Wochenende, ne? Dann, wenn ihr in der Sonne liegt, baue ich. Dubai, Chuchu. So, ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Für die Leute, die da waren, auf jeden Fall ganz großes Dankeschön. Und wie gesagt, Umbauten, Hofumbauten und Videos gibt es zum Wochenende. Oder beziehungsweise mache ich erst am Wochenende, okay?
Weil in der Woche mit den Stream und privat und so, das geht nicht. Das kriege ich nicht auf die Kette. Auf Wiedersehen, bis morgen. Jo, Martin. Danke für den Stream. Gute Nacht. Schönen Abend noch ein. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ja, 29 Likes sind es jetzt noch, aber ist egal. Wir sehen uns morgen. Und wie gesagt, Dankeschön für die Unterstützer und Dankeschön, dass ihr da seid für uns. Ne? Oder wir für euch. Ne, ihr wisst schon, eine Hand wäscht die andere. Ihr seid auf jeden Fall perfekt. Bis dann. Tschüss, tschüss.